Was geht ab, Evil Gang? Wir sind zurück. Seid ihr zurück? Wir sind zurück. Wir sind da. Und zwar wir. Sarah ist auch wieder da. Hallo. Sarah. Was geht, Sarah? Mhm. Was läuft? Alles gut. Was gibt's für News? Was geht bei euch? Wir haben gerade gesehen, Slipknot Master hat schon für 7 Monate abonniert. Vielen Dank. Slipknot Master, danke. Danke, danke, danke. Wie geht's euch? Alles geil? Sarah, wie geht's dir? Ja, ich bin auch etwas müde. Ja, ich bin auch müde. Aber? Der heutige Tag war anstrengend. Ja. Aber wir sind wieder da. Habe ich das schon erwähnt? Ja. Party Time! Es gibt übrigens einen Abo-Dance jetzt. Laura ist da! Slipknot Master ist auch müde. Vielleicht sind müde. Wirklich irgendwie heute. Six ist da! Tag. Neuer PC kam gestern, ein mächtiges Gerät. Das sagen Frauen öfter. Und er hat auch gesagt, super, dass ich da bin. Ja, ja. Finde ich auch. Er hat auch gesagt, er hat jetzt ein mächtiges Gerät. Ja. Tja. Six hat ein mächtiges Gerät, Laura ist da, Slipknot Master ist müde. Mozilla ist da. Mozilla ist auch da, was läuft? Wir hatten schon einen Abo-Dance. Mhm. Was sagt er zu meinem coolen T-Shirt? Kennt ihr das? Mhm. Ja, ich schalte die Kamera heute nicht um. Was? Mag ich nicht. Wieso? So, die Leute sollen dich angucken. Ja, ein bisschen kannst du es schon machen, aber... Okay. Und schon ist war was das bei mir oder bei dir? Nein, bei mir. Sicher? Ja. Hoffentlich. Nein, ich weiß, dass es bei mir war. Okay. Tschüss, Sarah. Da war sie gleich wieder weg. Da ist sie wieder. Das sieht lustig aus. Wir bauen am DeLorean weiter, meine Freunde. Wir haben letztes Mal schon angefangen damit. Heute bauen wir weiter. Wir dürften heute auch fertig werden, wenn alles gut geht. Kurz Moment hatte ich Sorge, zu viel RGB, aber geht noch. Es gibt nie zu viel RGB, oder? Die Dinger müssen leuchten. Leuchten. Hm. Ach ja, und falls ihr euch fragt, was ich mache, ich nehme was auseinander. Ja, Sarah nimmt auseinander. Die ist wie ein Hooligan. Damit wir... wieder ein bisschen Platz haben. Genau, wir haben ja Platzprobleme leichter. Ah. Der DeLoreaner. Genau, wir bauen den DeLoreaner. Die Farbe wird auch passen, ne? Also wir sind jetzt bei Bauabschnitt 7. Und insgesamt sind es, was waren es? Ich glaube 11. Mhm. Natürlich ich war echt nicht, schon lange nicht mehr dabei. Ich habe erst einmal gebaut, den DeLorean. Ach so. Dann geht's einfach gut. Ist noch Lego. Mhm. Sorry. Bin heute echt müde. Es ist heute irgendwie ein komischer Tag. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so gegangen ist. Oh nein, das ist ziemlich laut. Musst du jetzt den DeLorean weiterbauen? Ja, offensichtlich. Das geht ja gar nicht. Ja. Mehr war das. Dann Mozilla. Das geht schon. Ich finde den zweiten Teil am besten, sagt Mozilla. Ja, schwer zu sagen. Du schaust auf 5 Minuten ab jetzt. Jetzt haben wir 18.09 Uhr. Okay, ja. Schwierig zu sagen, welcher Teil der beste ist. Ich finde alle drei eigentlich super. Was sagst du? Ich auch, also, obwohl ich ja den ersten trotzdem noch so, das ist halt so, weil es der erste ist und so. Ja. Aber, so. Genau, Slipknot Master schreibt, findet alle drei Teile gut, ich auch, ja. So richtigen Favoriten. Wir haben nämlich witzigerweise gerade erst vor kurzem alle drei wieder geguckt, ne? Yes.
Haben wir. Ich stehe nicht so auf Wild West. Okay. Dann ist natürlich klar. Gut, das macht es jetzt nicht leichter, ne? Hast du schon alle Teile rausgesucht? Ich habe schon das zusammengebaut und jetzt suche ich das Weißt du, was das andere. ist? Ja, nein. Der Schalter für den Genau. Fluxkompensator. Schön. Foto-TC ist da und macht Regenbogenherzchen. Halli, hallo. Hallo. Was geht, Foto-TC? Regenbogenherzchen. Was läuft? Schön, dass alle wieder mal da sind heute. In letzter Zeit war es ja ein bisschen ruhiger. Freut mich, dass ihr wieder da seid. Ihr seid doch nur da, weil Sarah wieder da ist. Gibt's doch Wussten das zu. doch gar nicht, oder? Die wissen alles. Wir waren wieder fleißig an der Baustelle am Wochenende. Also wir waren das ganze Wochenende wieder beschäftigt. Deswegen gab es auch keinen Gaming-Stream. Zwar blöd, ist jetzt aber so in nächster Zeit leider. In nächster Zeit wird es leider ein paar Gaming-Streams nicht geben, sonntags. Ja, das ist ein bisschen mein. Wie soll ich. Sarah schuld. Ja, ich bin schuld. Oh! FotoTC abonniert mit Prime Gaming. Nice. Sehr Danke cool. dafür, FotoTC. Und Baustelle, ja, es geht um das Haus von Sarahs Oma. Das wird renoviert. Und wir machen da halt so viel wie möglich selbst. Darf man das überhaupt sagen, ist das Schwarzarbeit? Mir egal. Nachdem es unser Haus ist, können wir dort machen, was wir wollen. Genau. Wir machen so viel wie möglich selbst, auch die gerade. Also so Wände, wie nennt man das? Schrammen. Ich weiß nicht mal, wie das deutsche Wort dafür ist. Also wenn man quasi so Fliesen von der Wand runterholt oder den Putz oder so weiter und so fort. Ich glaube, dass das tatsächlich Schrammen heißt, weil das Werkzeug heißt auch Schremmhammer. Also ich glaube, das passt Weißt schon. du, was ein Schremmhammer ist? Oh ja. Wieso? Familienhilfe, ja, quasi. Genau, also da muss einiges neu gemacht werden. Elektroleitungen werden neu gemacht, das Bad wird neu gemacht, die Küche wird neu gemacht, im Prinzip die ganze Bude. Mehr oder weniger. Stemmen. Dann heißt das Ding Stemmhammer. Stemmen, genau, das könnte sein. Also mit dem Ding so. Ja, da macht man noch ein Macht man mit ein Loch beim in Dinge. Stemmen. Löcher in Dinger. Hallo Erdlinge. Hallo Popel. Warum sind wir jetzt die Erdlinge hier? Abbruch, Rohbau. Quasi, ja. So in etwa, ja. Also ich glaube, wir bauen zurück auf Rohbau. Mehr oder weniger. Stimmt das jetzt? Ja, nein. Und sie schreibt Gugu. Kuckuck. Gugu, Kaka. Das klingt irgendwie. Crazy. Ja. Wollt ihr in das Haus einziehen, wenn es fertig ist? Vorerst mal nicht. Wir nicht, nein. Also wir vorerst mal Das nicht. ist der Popel aus Konstantinopel. Und er fährt einen Opel. Wir nicht, nein, wir ziehen nicht in das Haus. Das Haus ist dann schon besetzt. Aber wir helfen halt mit Familie und so, ne? Heute erstmal Urlaubsantrag abgegeben. Cool, wann geht's in den Urlaub, FotoTC? Für nächstes Jahr, oder? Als wüsste ich, was ich nächstes Jahr mache um die Zeit. Oder so. Drogen nehmen. Nordsee. Was? Nordseeinsel im Oktober. Ach, cool. Auch nicht schlecht. Das Haus ist besetzt, da gibt es ja sonst nur in Berlin. Nein. Familiär besetzt. Platz tauschen. Oh, ja. Familiär ist das Haus besetzt, nicht von Fremden. Hab mir vorige Woche einen Kopfhörer gekauft und mich voll gefreut. Dann habe ich gemerkt, dass ich mir den gleichen Anfang 2021 schon mal gekauft habe.
Popel, muss ich mir Sorgen machen? Mutig bei dem Wetter. Was? Ach so, wegen Der Nordseeinsel. Nordseeinsel. Ich habe nächste Woche endlich Urlaub. Das ist schön, Slipknot Master. Bisher nur mal in einem besetzten Haus in Potsdam übernachtet, okay? Was macht ihr? Das habe ich noch nicht gemacht. Nein, ich auch Aber nicht. bei uns gibt es sowas auch nicht. Ja. Nicht wirklich, ne? Nicht unbedingt, nein. An der Nordseeküste. Marcella fragt, ob Popel die Nochmal-Kaufen-Option genutzt hat. Für Kopfhörer schadet das nicht. Wenn man zufrieden war, ist das ja okay. Nee, aber das wäre auch möglich gewesen. Ach. Und zurückschicken geht nicht mehr, oder wie? Weiß Ich hab gedacht, sie haben was geschrieben. nicht. Kopfhörer hat man eh zu viele, schreibt Fototisi. Hat man das? Weiß nicht. Wir nicht. Nö. Wir haben nur ein paar. Nicht nur eins. Klar. Nein. Klar. Ich habe eins in meiner Arbeitstasche und eins in der Trainingstasche, also sind das schon zwei. Ich habe nur eins. Das in der Trainingstasche, dann sind sicher noch irgendwo welche verschollen, die wir nicht verwenden. Nein, das ist alles eine Lüge. Ich glaube nicht. Zurückschicken hätte mich das Porto gekostet. Hab den Kopfhörer jetzt einfach in die Kleinanzeigen gepackt mit 5 € Aufschlag. Ach, so geht's So. auch. So geht's auch. Dann hoffen wir mal, dass das Ding schnell wieder weggeht. Drei mit denen von meinem Arbeitgeber. Im Sichtfeld alleine 6. Oh. Ich habe gestern meinen alten PC endlich verkauft. Juhu! Hat ein paar Euronen gebracht, das ist schon mal schön. Früher gab es zu jedem Handy welche dazu, das stimmt, ja. Ja, da haben wir sicher auch noch ein paar rumliegen. Das stimmt allerdings. Und manchmal gar nicht so schlechte. Die Sony Ericsson-Handys hatten immer recht gute Kopfhörer. Die hatten immer Sony-Kopfhörer, ne? An der Nordseeküste sind die Fische im Wasser und Okay. selten an Land. Land, Land, Land. Was gibt's sonst so bei euch, Leute? Was machst du da? Das musst du abstauben. Siehst du das? Mhm. Guck mal. Ah! Es ist ein Leuchtestern. Ein Stern. Wo? Da hinten, wo ich ihn hingelegt Ach habe. da. Ja, habe ich dir zugeschaut? Ja. Nein. Hättest du wohl besser sollen? Da war ich gar nicht Du allein. hast 6 Kopfhörer. Wow. Jetzt nicht mehr, jetzt nicht bei mehr Ladegeräte, ja. Aber das ist ein Apple-Phänomen mit den Ladegeräten, so viel ich weiß, ne? So. Apple legt keine Ladegeräte mehr bei, ne? Das heißt, du musst die dir selber kaufen oder was? Ja. Also dazu kaufen. Ja. So. Obwohl das Ding schon sau teuer ist. Ja. Jetzt bin ich. Ja. Lass das jetzt. Gewinn-Maximizing. Ja. Man kann es auch übertreiben. Maximizing. Kennst du Maximizing? Maximizing. Maximizing. Kenne höchstens jemanden, der eine Meise hat, aber Was steht da?
Es steht, ich glaube, die neuen Samsungs haben auch keins mehr dabei. Diese Aha. dreckigen Bastarde. Und Slipknot schreibt nichts Neues, haben nur Vorfreude auf mein Upper. Und das vorige war von muss ich Apfel. Na na Apfel. na 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 na. Genau, ich hab Apfel gesagt. Ja, ich hätte Glaube, auch gerne einen Apfel, einen glaub, richtigen. er meint keinen richtigen Ich Apfel. weiß. Aber ein Apfel wäre toll, ja. Ich hab's Aber wir vermutet. haben keinen Apfel. Nein, haben wir nicht gekauft. Warum haben wir keinen Apfel gekauft? Weil Weil. wir keine Fruititarier sind. Ja, aber. Okay. Utilitarier. Foto, die schreibt an Popel, nur die On-Ears, die Kleinen nicht mitgezählt. Ach, oh, also On-Ears habe ich nur zwei. Ja. In-Ears habe ich irgendwie mehr. Ja, wobei wir, glaube ich, sogar schon welche verschenkt haben oder so. Aber die Dinger verwende ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Okay. Die. Rot. Wie gehaft. Lippner Master Bröstelchen. Prost. Bröstelchen. Gut, dass jemand auf uns schaut. Oh nein, das ist schief. Das. Ein Sasticker. Okay. Dr. Tom. Hallo. Doc Tom ist da, was geht? Schön, dass du reinschaust. Ja, Doc Tom for President. Apropos President. Wir müssen jetzt dann den neuen Präsidenten wählen. Was für eine Herausforderung Was? in Österreich. Ja. Nachdem er ja eh nichts zu sagen Ja. hat. Dr. Tom schreibt, ich bin im A, aber sonst geht's gut. Ist ja widerlich. Doc Tommy, bist du denn da hingekommen? Vor allem im wessen A? Ja. Ist der Im Ton. Dorsten bei dir zu Besuch? Das ist nicht nett. Oder der Paul? Apropos Paul, wo ist der Paul? Paul ist ja nicht immer da. Ja. Außer wenn ich da bin. Paul heißt da, ist Bademeister im Schwimmbad an der Aber Ecke. nein, ernsthaft, Dr. Tom, ich hoffe, es geht bald wieder. Ich hoffe, es ist alles halbwegs gut, Doc Tom. Wir lieben dich, das weißt du. Wir wollen ein Kind von dir. Huhu. Ich baue gerade einen Fluxkompensator. Ohne Aufkleber natürlich. Sieht zwar ein bisschen kacke aus, aber. Ist das eigentlich ein Verbrechen, wenn wir keine Aufkleber verwenden? Kommt drauf an, wenn du fragst, was ist passiert. Nee, ist mein Hintern. Naja, Erbschaft, Steuererklärung, mehr sage ich nicht. Oh, okay. Alles klar. Echt mistig. Oh Mann. Doc Tom, das ist echt mistig. Da ist der Fluxkompensator nur ohne Aufkleber halt, aber man erkennt es trotzdem irgendwie. Ja, okay. Da kommt vorne mal so ein Aufkleber drauf, Ja, aber aber das ist doch. mit kleben kleiner. Wir kleben können. Guck, und es gibt sogar Licht. Wow. Super Das ist eigentlich geil. ganz schön cool. Was steht da? Hat man das schon gesehen? Mit dem Licht jetzt? Nein. Show it! Da ist er verbaut. Und da hinten ist das Licht. Da kann man draufdrücken. Ah. Uhu. Uhu. Das klingt ein bisschen gruselig.
Auto in die Vergangenheit und da schon alles vorbereiten für das Hier und Jetzt. Das wär's. Ja. Oh Mann. So ein Auto könnten wir alle mal gebrauchen, glaube ich. Ja, wobei man wir ja wissen, dass dann immer irgendwas schief geht. Also Das ist auch wieder richtig. zumindest zwischendrin mal. Ja. Das ist wohl auch richtig. Oh Mann. Aber es geht ja gut aus. Hallo. Hallo. Ich habe ein Pferd. Was wird coole Haarfarbe ist aber. Dankeschön. Wer hat das gesagt? Das klebt doch was. Verdammt. Ja. Ich habe ein Haus und ein Pferd und ein Känguru und ein Schwert. Silla schreibt, ich will zurückreisen und Klaus den schlechten Hemdgeschmack mit Peitschenhieben austreiben. Das, dafür würdest du deine eine Zeitreise quasi einsetzen. Also ich hätte da schon andere Sachen, die interessant wären. Ich würde zurückreisen und meine Eltern davon überzeugen, dass sie Apple-Aktien kaufen. Ja. Ja. Und dann wären sie nichts wert. So wie das halt ist, wenn man da, oh nein, böse Sachen damit macht. Da schreibt LOL. Ich habe ein Pferd. Sorry. Hast du ein Problem? Wollte dich nicht Hab schon anbinden. verstanden. Bin dir zu fett. Nein, ich habe einfach. Ich bin dir zu fett, ich hab das Das verstanden. stimmt ja gar nicht. Geht schon wieder los. Silla schreibt, suche Mann mit Pferdeschwanz. Ist so egal. Oh Mann. Und Foto, die sie hatten, was ist das? Ein Donut? Nom und eine Disco-Kugel. Gedingst. Was? Ach so. Ich glaube, es ist ein Donut, oder? Ich habe keine Ahnung, Keks. Was steht denn da drunter? Nom. Norm. 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 Am Disco-Kugel. Das heißt Pressparty. Es ist noch gar nicht 19 Uhr. Doxom schreibt, reicht dir der Dutz von Sascha nicht? Mozilla. Hey, cool bleiben. Doc Tom, es ist schon viel zu lange her, dass wir uns gesehen haben. Ich weine. Immer weinen, Ja. man kann nicht immer nur weinen. Kann man. Also kann man schon, aber das ist ja dann Heuschnief! nicht so. Ich hab stimmt und ich vermisse dich euch schon arg. Das ist so Oh, nett. es ist so romantisch. Super lieb. It's very romantic. Very romantic. Yes. It's so romantic. Du. Kommt das wieder her? Hölle, Marcella singt, ich vermisse dich wie die Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Achso. Das war was anderes, ne? Fast. Ist mir egal, egal. Und auch Tom schreibt, naja, den Flo, den Holger, die Sarah, auf jeden Fall. Punkt, Punkt, Punkt. Das macht er jetzt nur, weil du singst. Das weißt du, oder? Alexander ist da.
Und hat einen Prost geschickt. Danke, Doktor. Und hallo, Alexander. Und danke, Alexander. Und überhaupt. Heute gibt's Limo. Weißt du, wer jetzt auch selten reinschaut? Two-Face. Nein. Ja. Hast du ihn Two-Face. beleidigt? Nein. Aber er mag uns nicht mehr. Warum? Ich weiß es nicht. Ja, weil du ihn beleidigt hast. Ich Kann hab ja nur sein. gar nichts gemacht. Keine Ahnung. Vielleicht hat er nicht so Zeit. Vielleicht hat er sowas wie ein echtes Leben, Ich der wollte ist. gerade sagen, vielleicht. Der ist doch wahnsinnig. Wer hat schon echtes Leben und warum eigentlich? Naja, das hier ist ja, damit man vom echten Leben ein bisschen Pause hat, denke ich. Deswegen. Tofis wirft immer noch die Münze, ob er zuschaut oder nicht, schreibt Mozilla. Hä? Verstehe ich nicht. Haben wir da was verpasst? Wieso tut er das? Nein, es hat sich verpogen. Pogen. Two-Face, Batman, Münze, Ding-Dong, Ach so. Fragezeichen. Ach so. Deswegen. Checken an. Two-Face, der Typ aus Ach Batman, so. der eine Münze Oh. wirft, bevor er. Ah. Danke, Mozilla, sorry. Da sieht man, wie unkonzentriert wir heute sind, oder? Wer wir? Ja, du hast es auch nicht kapiert. Ja, weil ich nicht daran gedacht habe. Was heißt da unkonzentriert? Hallo, ich bin voll da. Benni ist auch da. Hallo. Benni, was geht? Up. Und so. Oh, Mama mia. Mama mia! Ganz aus dem Streamen raus, ihr zwei, schreibt Fototitel. Wieso? Was hat sich denn verändert? Außer Sarah, Sarah. Nee, ich war nur länger nicht dabei, das Sarah stimmt. ist betrunken, das ist das Problem. Vielleicht sollte ich mich betrinken, das. Sarah betrinkt sich ab jetzt in jedem Stream. Nein, das tue ich nicht. Gut. Das ist gut. Sowas will ich nicht fördern wollen. Weißt du, was du förderst? Aggressionen? Nein. Meine Liebe zu dir. Oh, ist da Alkohol im Spiel? Sagt Fotos. Ja, ja, und dann gibt es noch ein paar Begrüßungen an Benny. yo, 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 Benny, yo, yo, yo. Benny, hofft, dir geht's gut. Läuft alles? Benny, was läuft? Alles im Grünen. Grün. Nee, ich bin zur Erklärung, ich bin ein bisschen unkonzentriert, weil gerade mega viel los ist in der Arbeit. Weil sie betrunken ist. Und ich das Gefühl habe, ich renne meiner Zeit irgendwie hinterher. Also ich komme irgendwie nicht. Das würde ich dann auch sagen, wenn ich ständig betrunken wäre. Kannst solche Sachen nicht sagen. Ja, ich kann und ich werde. Ja, und das ist gelogen. Benny schreibt, ja, danke, alles im normalen Bereich. Letzte Woche war nur nichts mit Stream schauen drin. Alles gut. Wir freuen uns immer, wenn wer dabei ist. Ja. Wir freuen uns. Hurra! Okay. Oh ja. Guck, die Scheibe ist. Guckt euch das mal an. Die Scheibe ist richtig eingepackt hier. In so Dehnung. ein Plastikfoliending. Moment.
Das muss man jetzt so aufmachen hier. Wo ist sie? Da. Sekunde wegen der Dehnung. Musst du erstmal schauen, dass ich die Folie hier aufkriege. Lintara. Lentara folgt jetzt. So. Danke fürs Folgen. Und Benny hat gefragt, ob bei uns auch alles okay ist. Wir haben es am Anfang schon erwähnt, wir sind heute etwas müde. Lintara hat Hi gechattet. Hallo Lintara. Hallo Lintara. Willkommen in Eine der Evil schöne Gang. Scheibe, komplett nicht zerkratzt. So, Dehnung. Dehnung war dann noch, ne? Lintara, falls du dich wunderst, wir müssen uns dehnen. Wir sitzen viel zu viel. Ja, jetzt ja noch nicht so lang, Oh. aber Weißt du? ich habe wohl geknackst. Lintara, danke fürs Reinschauen. Ich wundere mich auf Twitch nach Hot Tub über gar nichts mehr. Nein, also so geht's bei uns nicht ab, Lintara. Nee. Wir haben nur eben bei uns in den Punkten drin, dass die Leute sagen können, wir sollen uns mal dehnen, weil ich vergesse das immer wieder mal und Und man sitzt ja doch recht viel. genau. Man sitzt recht viel, das ist nicht so geil, deswegen. Klemmbausteine beste. Klemmbausteine beste. Alexander macht Haltung. Danke dafür. Das stimmt, Klemmbausteine gehen immer. Ein sehr entspanntes Hobby. Alexander, haut raus. Ja. Lintara, wie hast du uns gefunden, wenn ich fragen darf? Bin da immer neugierig. Und Benny schreibt, das mit dem Müde kann ich mir vorstellen, ja. Also wir sind das Wochenende, wir sind jetzt ja auf der Baustelle immer unterwegs und ja. Das heißt, das Wochenende ist nicht wirklich erholsam. Genau. Nur OnlyFans, was? Hot Tub gibt's hier nicht. Ach Gott, jetzt fängt das wieder an. Das war klar, dass wir uns Es dann das gibt jetzt kein aufbringen. OnlyFans. Zumindest nicht Baustelle, von war ich uns. länger weg? Nein. Magst du? Ja. Es geht um das Haus in. Hm. Es geht um ein Haus, das ich wieder aufbaue quasi. Und da haben wir eine Baustelle. Mehr oder weniger. Kann man das so zusammenfassen? Ja, denke. Und da müssen halt viele Sachen rundum erneuert werden. Und wir haben, wie haben wir vorher gesagt, gestemmt und schon recht viel gemacht. Genau. Ja. Gestemmt statt geschrimmt. Was ist mit deinem Nasenfahrrad, bitte? Fragt Alexander. Nasenfahrrad? Was zur Hölle ist ein Nasenfahrrad? Und muss ich nur schreiben, wenn der Postmann dreimal noppt. Mein Postmann hat schon wieder eine neue Lieferung Ach gebracht. so, ja, und weil PhotoCC hat. Nasenfahrrad ist Brille. Ah. Was soll damit sein? Ach so, weil du sie nicht aufhast. Ja, muss ich ja nicht. Ja, je, aber das ist wahrscheinlich deswegen. Brauche meine Brille nicht immer. Ja, PhotoCC hat noch geschrieben. OnlyFans Noppen treiben es wild. Mann, Und verscheucht mir nur die neuen Leute, die hier zusehen. Die denkt ja, wir sind alle verrückt. Oder er. Sie, er? Keine Ahnung. genau, weil sie auf dem Tisch ist und man sie sieht, die Brille. Ja. Mann. Deswegen hat er Noch jetzt besser. gefragt. Habe auf einer externen Seite für Twitch nach Lego im Titel geschaut Ah, das habe und ich euch nicht. so gefunden. Ach, cool. Danke, Lintara. Sehr cool. Das freut uns sehr. Wir bauen tatsächlich gerade Lego. Also wir bauen ja nicht immer nur Lego, wir bauen auch generell alle Arten von Klemmbausteinen. Aber wir bauen jetzt gerade Lego und zwar den DeLorean.
Zurück in die Zukunft. Und Ja. meine liebe Frau neben mir ist am Zerlegen. Denn ab und zu werden Sets wieder zerlegt, ob wir wollen oder nicht. Mozilla schreibt, meistens baut er Duplo, aber nur die kleinsten. Auch. Auch. Vielleicht sollten wir mal Duplo bauen. Ja, vielleicht sollte ich mal ein Duplo-Set aufreißen. Lintara schreibt, ich bin auch seit gut einer Woche erst wieder mit Lego bzw. Klemmbausteinen beschäftigt. Okay. Und was baust du Schönes? Was hast du dir für ein Thema ausgesucht? Es gibt ja so viel. Haben wir mit meiner Kleinen den Dachboden dafür hergerichtet und ein 15 Quadratmeter. Nice. 15 Quadratmeter Lego-Zimmer geht. Das läuft. Was, das Duplo wilde Tiere setzt so gut. Science Fiction ist so mein Thema. Cool. Also auch Star Wars oder Star Trek oder. Oder was davon am liebsten? Wir selbst sind ja große Star Wars-Fans. Also ich. Du vor allem, ja. Ich vor allem. Also bei uns gibt es immer wieder mal was. Ah, Star Trek von Blue Bricks entdeckt, natürlich. Vielleicht sollte man dazu sagen, dass ich eigentlich nur Beiwerk bin hier, nicht Das ist mehr. überhaupt nicht wahr. Mach dich doch nicht so runter, du bist der einzige Grund, warum die Leute hier einschalten. Entstaubst du auch immer schön. Ja, Sehe klar. ich. Hast du da was reingeschmissen ohne Entstauben? Nein, ein paar Sachen habe ich Du lügst doch voll. nicht. Ja, die Da kommt immer in den Keller. Blue Brick Star Trek Sets sollen allerdings recht gut sein, habe ich gehört, ja. Aktuell aber noch am Inventur machen. Hab hier gefühlt das halbe Zimmer voll mit Lego. Nice. Bin am Überlegen, die Sets und Sammeldinger zu verticken und komplett auf Fremdsteine zu wechseln. Ist günstiger. Wenn du irgendwas von Star Wars rumliegen hast, lass mich wissen. Oder Häuser. Ich suche auch immer Häuser. 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 Häuser, Häuser. Wo kommst du her? Aus Germanien oder aus Österreich oder? Ich bin ja echt neugierig. So sind wir. Ja, aber es ist immer interessant zu wissen, wo die Leute herkommen, die uns zugucken. Star Trek hatten wir am Wochenende auch allerdings als Achterbahn, schreibt Mozilla. Was? Star Trek Achterbahn? Wo gibt's denn sowas? Vermutlich wieder in dem Park, der in seiner Nähe irgendwo ist. Da gibt's eine Star Trek Achterbahn? Ist jetzt reine Vermutung und Lintara schreibt Germany. Ach, wieder jemand aus Deutschland. Dann Grüße. Wonderful. Grüße zum österreichischen Stream. Falls du was nicht verstehst, Sarah ist schuld. ja, ich bin meistens schuld, weil ich mich nicht so zusammenreiße wie mein Mann. Dein Mann. Und Sarah hat recht, siehst du? Schreibt Mozilla. Damit. Ich höre zu. Dirk ist da. Dirk, hallo Dirk, was geht? Und ich weiß, du hörst auch zu, du vergisst es einfach nur immer. Ja? Ich habe schon gewusst, dass ein Park in seiner Nähe ist. Ich wusste aber nicht, dass da eine Star Trek Achterbahn steht. Das habe ich schon mitgekriegt, dass er da ab und an mal hinfährt. War das nicht der Movie Park oder so? Ja, ich glaube, irgend sowas. Aber ich wusste nicht, dass es da die Achterbahn gibt. Woher sollte ich das denn wissen? Lintara schreibt, ich bin vor einem Jahr nach Sachsen gezogen, aus Hessen. Das mit dem Verstehen wird langsam. Aber wir versuchen ja uns so gut wie möglich zusammenzureißen. Also wir haben ja so gut wie keinen Dialekt hier. Wir versuchen das ja so halbwegs brauchbar Deutsch hinzubringen, wie es irgendwie geht für einen Österreicher. Dann halt viele Leute aus Deutschland zugucken. Der Dirk schreibt, verstehen, seit wann sollte man etwas verstehen beim Cola-Emil? Oh, jetzt geht das wieder los. Mann. Mann, 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 Mann. Ja, Dirk, dir auch einen schönen Abend. An dir das Lecken schmeckt auch nicht, was?
Was, wo steht Warum das? möchtest du ein Diaz lecken, Mozilla? Was? Oh Mann. Ich weiß jetzt nicht genau, Das verstehe ich nicht. wie das jetzt zustande kam, Ich aber habe keine Ahnung, was der in seiner Freizeit so treibt. Das ist ja. Ach, guck, Dirk hat ein Herzchen gemacht für Doktor. Das ist so romantisch. Ihr seid süß. Dialekt und so. Dialekt und Ach so, so. oh Dias lecken Gott. und so. Oh Mann. Oh Mann, auf das wäre ich jetzt aber nicht Nee, gekommen. in 1000 Jahren nicht. Ein Dias lecken, ja, Dialekt. Oh Gott. Uff. Ich lag heute zu lange auf dem Zahnarztstuhl. Oh Mann. Ja, es passiert schon mal. Dann bist du aber eh in guter Gesellschaft, weil ich habe Kopfweh und krieg die Hälfte irgendwie nicht mit heute. Also so wie immer. Was wie immer. Ich habe nichts gesagt. Ja. Das ist schön. Da freut mich, dass alle da sind und wir ein bisschen Spaß haben. Das Leben ist traurig genug. Und wir einen Neuzugang haben. Ja, wir haben einen Neuzugang, das ist super, das freut mich tierisch. Alexander hat. Ah nein, Doc Tom hat Alexander ein Abo zukommen lassen. Oh. Danke, Doc Tom. Doc Tom, wie immer, danke, danke, danke. Du bist der Beste, das weißt du sowieso. Also der Beste nach mir. Oh, und Dirk auch. Hat auch ein Abo bekommen. Doc Von Tom Doc Tom. schmeißt raus heute. Danke, Doc Tom. Dann willkommen Neuzugang. ich glaube, sie meint dich. Ja. Doc Tom hat Lintara ein Abo geschenkt. Halleluja. Nicht schlecht, Herr Specht. Dankeschön. Falls du nicht weißt, was das bringt, Lintara, du hast jetzt keine Werbung mehr. So in etwa. Und super coole Dinger. Super coole Bilderlein. Super cool. Danke, Doktor. Ja, die Da sind sie schon, Skalis. die Skalis. Wir lieben die Skalis. Das Tja. ist übrigens eins unserer Logos. Genau. Ich habe durch Prime auch so keine Werbung. Ach so. Ach so. Man das dann gar nicht? Was bist Prime. Prime. Lintara ist übrigens ein interessanter Name. Ich du? bin auch immer interessiert daran, wo die Namen herkommen. Wasser trinken, schlucken. Okay, trinken. Wir müssen trinken. Das ist übrigens auch sowas, was wir drin haben bei uns bei den Punkten mit dem Prost, weil wir trinken auch viel zu wenig. Ja. Man muss uns zu unserem Glück zwingen. Ah, Scully. Heute Geht's wieder los? wollen sie aber alle, dass du baust, was? Ich war wirklich schon lange nicht mehr da, was? Ja, ich mache die Seite schnell noch fertig, dann können wir wechseln. Prime wird es ja nicht mehr lange geben, wenn Amazon den nächsten Konkurs anmeldet. Was? Wie kommst du auf die Idee? Habe ich vor 20 Jahren meinem Bruder geklaut, den Nickname, schreibt Lintara. Ah. Ich hieß in meiner Jugend immer sowas wie Graf 015 oder Oh Mann, so Cyberdevil Cyber Devil und so, das 83. waren schon die. Scheiße, ja, ich glaube, wir hatten alle solche Namen. Ich hatte auch mal Cradle of Filth irgendwas oder. Ach, keine Ahnung. Cyberengel. Hattest du sowas? Furchtbar. So. Schlimme, schlimme Zeit. Guck, jetzt bin ich genau da oben. Ah, okay. Wir haben 18:48 Uhr. Ja, du schaust drauf. So, Auswechslung. Das heißt, Sarah baut jetzt 5 Minuten lang. Internet war was ganz Neues für uns. 83er Jahrgang, ja. Da sind wir eh gleich alt, Säcker. Also ich bin 84er Jahrgang. Aber so Cyber irgendwas und so, das kenne ich alles, ja. Aber Graf 015, es wäre cooler gewesen mit Graf 0815, oder? Keine schlechte Idee. Aber Cyber Devil, ja, Cyber Angel, Cyber leck mich am Arsch. Das war schon. Das hatten wir alle. Wir hatten alle diese Phasen. Ach. Ja. So ist es viel besser, wenn Sarah baut. Danke, Alexander. Schön, dass du da warst. Ja,
Achso, Graf 0815 war auch der Name, okay. Ich. Ja, bei mir war es, wie gesagt, irgendwas mit Cradle of Filth oder Slipknot irgendwas oder Marilyn Manson irgendwas oder keine Ahnung. Schön, dass ihr mich vermisst habt, aber ich kann halt nicht immer. Ja, Sarah hat sowas wie ein echtes Leben, die ist ja komplett Knülle. Den Graf gibt's noch. Der Graf. Schreckt längst keine Kinder mehr. Ja, der Graf. Tolles Lied. Steht drauf. Ich habe von meinem alten Benutzernamen im Internet tatsächlich gar nichts mehr. Also ich habe das alles abgelegt. Geboren, um zu leben. Das ist der andere Graf. Ja, stimmt. Geboren. Aber die gibt es auch schon lange nicht mehr, ne? Haben sie dich, da haben, hat er sich aufgelöst? Also, er hat sich nicht aufgelöst. Ja, Oh Mann. er hat sich aufgelöst. Eines Nein, Morgens wurde er wach und war aufgelöst. er hat in die Sonne geguckt. Sorry. War er aufgelöst? Vor Tränen. Weißt, was ich meine. Ich habe. Der macht jetzt Werbung für Meister Brauer, was? Okay. So, ein bisschen Staub entfernen. Bin mir nicht sicher, ob das eine gute Werbung ist. Ja, wieso die Frisur Außer hat er ja. wenn er sich aufgelöst hat, so wie der Schmutz, dann. Niemand hat sich irgendwo aufgelöst. Tut mir leid. Mann. Aber es ist lustig. Nur Ich bin nicht böse. ein bisschen verrückt. Das verstehe ich nicht. Gucke mal. Ja. Du hättest auch einfach sagen können, ich soll es umdrehen. Nein. Erstmal ordentlich durchswiffern, so nämlich. Man muss überall swiffern. Nein, mich nicht zwickern. Swiffern. Halt das nicht so in die Kamera, das sieht schon ziemlich. Das sieht man nicht, der weiß auch gleich, ändert das. Freue mich, morgen kommen meine Sortierkästen von Lidl, dann geht's oben weiter. Diese Sortierkästen von Lidl hat, glaube ich, jeder. Die sind gut. Die sind voll gut. Das Ding habe ich hier auch liegen am Rechner. Ja, einen Zwiefer braucht man. Aber was soll ich überlesen? Muss für Bricky wohl mit meinen Stein füttern. Oh, da hast du ganz schön was vorgenommen. Aber ist auch geil, wenn man eine Datenbank hat. Man hat schon gesehen, dass es fast schwarz ist. Was? So schlimm ist es. Was passiert hier? Ich freue mich schon auf das neue Album von Slipknot Ende des Monats. Ja, wir haben Slipknot ja gerade live gesehen, also da haben sie ein paar von den neuen Liedern gespielt. Doc Tom, wir haben abgerechnet, mein Freund. Swiffer Best auf jeden. Swiffer for King. Swiffer for President. Doc Tom, wir haben doch abgerechnet, du weißt doch warum. Meine Sets, die ich so auf Anhieb gefunden habe, sind schon alle drauf. Die Tage geht's mit den Einzelsteinen weiter. Ach du Schande. Ach du Schande. Gibt es irgendwas Schönes, was du abgeben möchtest, Lintara? Lintara. Was gefällt dir, was? Klingt so ähnlich wie Sarah. Das war so aber nicht geplant oder beabsichtigt. Alles gut, Doktor. War ja meine Entscheidung. Du zahlst die nächste Berliner Luft, dann ist alles gut. Aber nur mit Schoki. Ja. Die war super. Ja.
Erstmal nicht. Ich werde nach der Inventur schauen, was ich verkaufen werde. Das macht allerdings Sinn. Schwupp. Ich habe vergessen, auf die Uhr zu gucken. Ich weiß nicht mehr, wann es angefangen Glaub, hat. es ist nicht bald vorbei, oder? Nein, ach, was hast du gesagt? 48, glaube ich. Oder? Dann ist es schon lang vorbei. Ja, ich glaube, du hattest 48. Die sind ja lustig. Die Hörnchen, Ja, die kommen jetzt. das sind Unicorn-Horns. Ja? Habe ich in den Teile dran jetzt hingetan? So. Mit reingeschmissen. Oh nein, da ist Schmutz drauf. Jetzt ist so schmutzig. So. Mach das jetzt fertig da. Wirklich? Ja, das da. Swiffer. Was steht da? Okay. Ich habe nur die normale hier. Shogi haben wir ja nur probiert und sind dann eben nicht mehr in den Laden. Ja, das stimmt. Also die Shogi-Dinge, naja, wir hatten ja ein bisschen was von der Shogi. Aber apropos Shogi, ist schon 1900. Gleich. Du hast noch Zeit, ich hole Schokolade. Du weißt, welche ich kriege. Ja. Schoki. 4 Minuten noch. Ja, stimmt, Alexander. Ich glaube, oben im Schrank. Hast du es gefunden? So, jetzt können wir wieder wechseln. Ich glaube, ich habe alle Teile rausgesucht. Müsste dann noch mal kontrollieren, aber ich glaube, es war alles. Okay. Alexander hat geschrieben, 4 Minuten noch zur Schoki-Time. Das stimmt. So, da sind wir wieder. Wuppi. 3. Stimmt, Alexander. 3, 2, 1, no! Nein, bitte wieder ändern. Verstehe ich nicht. Ist denn dich quasi? Mir doch egal. Es gibt ja irgendwann wieder mal einen Stream, wo nur ich war. Oh, den müssen wir noch. Oh. Baupause, 5 Minuten. Das trifft sich gut. Dann kann ich jetzt endlich wieder das mit den Punkten eindingsen. Du musst mir sagen, wann du Zeit hast, Sarah. Wir machen das jetzt mal mit den Punkten. Ja, bitte. Und dann. Sarah baut. Und wo ist eigentlich Sprechpause geblieben? Fragt Habe Mosina. ich gelöscht. Gibt keine Gesprächpause mehr. Habe ich gelöscht, ging mir auf den Sack. Ja, der Sarah-Baustream fehlt immer noch. Ja. Moment, Moment, Moment. Jetzt fehlt's nicht mehr. Jetzt könnt ihr Punkte geben für Sarahs Bauen. Dingsbums. Hat gerade aktiviert, ne? Genau, jetzt ist es aktiviert. Diktatur, schreibt Mozilla, ja. Jawohl, Diktatur, Schweinerei, Katastrophe. So, jetzt könnt ihr wieder Punkte rausschmeißen, meine Friends. Und wenn die Punkte voll sind, dann überlegen wir uns wieder ein Datum. Ja. Das sieht so lustig aus mit den Ja, das ist Hörnchen. total lustig. Kann man Ich die glaube nicht, Hörnchen dass du da. essen? Ich glaube nicht. Ich möchte jetzt aber ein Hörnchen essen. So, für die, die neu sind, also Benny hat schon Punkte beigesteuert, Slipknot Slipknot Master Master hat auch. schon. Für die, die neu sind, also Lintara, es gibt jetzt eine neue Geschichte, wo man Punkte spenden kann bei den Kanalpunkten. Wenn die Punkte voll sind, dann muss Sarah alleine bauen. Wie viel hast du eingestellt? So wie immer, Ah. 66.666. Irgendwie Cool. geht das voll schnell Dick. heute. Ja, weil alle mal gleich raushauen. Hatten wir mehr als 66.000? Glaub Nein. nicht. Ich habe eh noch das alte da. Nein. Doktor Tom und noch eine weitere Person.
hat bei ihm. Ja, da steht leider nicht, wer die andere Ach so, Person und bei ist. Slipknot Bass da oben steht auch eine weitere Ja, Person. Also das ist auch 14.000 eine. haben wir schon. Wir haben Und schon ich 14.000 hatte Punkte, so meine Friends. 666.000 Ja, das Punkte. wäre ein Also, bisschen viel. nein, ich weiß. Hab keine Punkte. Ja, Lindara, die kriegst du ja erst mit sozusagen der Zeit, in der du zuschaust. Genau, ich wollte es nur mal anmerken. Bin mal gerade weg, kleine Bett fertig machen. Alles klar. Okay, bis dann. 2000 pro Stream. Ja, das Problem ist, ich kann da nichts dran ändern. Das ist vorgegeben von Twitch, wie viele Punkte man ausgeben kann. Da gibt es keine Einstellmöglichkeit. Schade eigentlich. Alles gut. Du Geboren, um darfst zu mich unten wieder leben. bauen. Finger Ach weg. ja, 5 Minuten Baupause, sorry. Punkte sind raus, schreibt Das sie. habe ich vergessen. Wie lange haben wir noch Ich weiß Baupause? nicht, ich habe. Diktatur steht da. Wann war das? 57. 2 Minuten, Also aber drei es ist Minuten. Schoki-Time. Schocketime! Yes. Danke, Schocketime! Dirk, für die Punkte. Danke dir. Schoki. Jetzt würde ich lieber deine Schoki. Aber das esse ich auch. Ist das die neue Milka? Ja, eine davon. Das ist Peanut Karamell. Die ist gar nicht mal so übel. Aber die war zu lange im Kühlschrank, jetzt ist sie ein bisschen hart. Es ist bei den Karamelldingern nicht so. Vorteilhaft. Oha, Urschitz 1981 hat Punkte hinzugefügt. Danke dafür, Urschitz. Den Zahnarzt freut es. Ja, scheiß auf den Zahnarzt. Was für Schoki hat Sarah, bitte? Ballisto! Ballisto. Urschitz hat Punkte rausgehaut. Ich glaube, Urschitz hat noch nie was geschrieben hier im Chat, oder? Hallo, Aber steht Urschitz. das nicht immer? Achso, das steht nur, wenn er was schreibt. Genau. Das ist erstmal. Er oder sie? Ja, das nicht. Welche Farbe? Als Vom Lila. Ballisto? Das Violette? Gib mir auch noch ein Stück. Nein, kann ich nicht. Sarah, sehr gut. Ja. Es gab ja mal noch so ein. Gelbes. Nein, nicht das Gelbe. Das mit Honig war gelb. Ah. Das gibt's aber nicht mehr. Schweinerei. Und was gab's noch? Nicht. Das Grüne gibt's noch, das ist auch okay. Und das Orange, das ist mir zu trocken. Hier ist jetzt noch eins. Und dann lässt du's? Ruhe haben. Cool. Und du darfst wieder bauen. Kann von Mika die Cheesecake mit Erdbeere empfehlen. Ja, die ist geil. Die Cheesecake ist richtig geil. Wisst ihr, was ich schade finde? Dass es bei Milka gerne, also die Joghurtschoki nicht in groß gibt. Die ist super. Die mögen wir voll gerne, ne? Ja. Danke für die Information. Kannst du starten? Wow.
War eine Serviceinformation für dich. Danke. Ich merk's mir. Falls man es mal braucht, ne? Im Alter hat man ja mal öfter Verstopfung, schreibt man hier. Ach so, na dann. Das ist so Aber lieb. dafür gibt es doch Activia, oder wie heißt das Zeug? Ja, der Grinscheiß. Aber das ist so lieb von dir. Danke für die Information. Wenn ich mal Verstopfung habe. Ja, wer weiß, vielleicht jetzt hilft uns irgendwann. Dann haue ich mir jede Menge Ballistos in die Birne. Ballisto. Ballisto. Ballisto ole. Macaroni. So Macaroni. Nicht Macaroni. Macaroni, Macaroni, Macaroni. Ich esse gern mit Rosinen und Nüssen. Okay. Ja, die mag ich auch. Ja, nur ohne die Rosinen. Ich mag das. Ich mag die Rosinendinger. Und ab und zu mag ich auch klassisch einfach nur die mit Nuss. Die Milka mit Haselnuss. Haselnuss, Haselnuss. Ihr seid so werbungsgeschädigt, Wenn das der ist nicht Abfluss gut. mal verstopft ist, ja, was ist denn schon dabei? Dann nimmt man Abfluss frei, das macht den Abfluss frei. Mann. Alle verrückt. Jo, wenn der Abfluss mal verstopft ist, dann das ist doch nichts dabei. Nimmt man Abfluss frei und schon kommt da raus der Brei. Betty schreibt, er hat am Wochenende übrigens seinen Ecto bekommen. Endlich. Was? Nice. Super. Und schon angefangen zu bauen. Dirk schreibt, Rittersport Rumtraube Nuss ist total super lecker. Die kenne Rumtraube. ich tatsächlich gar nicht. Nö. Ich war immer ein großer Fan von der Marzipanschokolade, aber ich glaube, die gibt es nicht mehr. Ich habe sie zumindest Von nie mehr Rittersport? gesehen. Ich glaube Ich schon. habe die nie mehr gesehen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob sie es immer haben. Cola hilft auch bei verstopftem Abfluss, aber nicht mit Wasser mischen. Danke. Ja, die ersten vier Bauschritte haben wir am Wochenende gemacht. Cool. Können wir das Gesprächsthema jetzt vielleicht wieder wechseln? Wir reden doch eh über den Ecto. Ich weiß gar nicht, was du hast. Wie ist der Ecto zu bauen? Macht Spaß, oder? Macht Spaß. Mann. Haselnuss an Haselnuss, der rüber zu der Müllkargo. Ja, ist das nicht ein Hochgenuss? Oh nein, wenn man ihn mal braucht. Der Two-Face ist nicht da, denn der Popel hat geschrieben, wir hatten damals ja nichts außer Werbung. Okay. Jemand hat Werbung gesagt. Badabum. Wichtige Informationen. Wollt ihr keine nervige Werbung und auch keine coolen Streams von den Evils verpassen, dann lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, um auch wirklich nichts zu verpassen. Sie haben Amazon Prime, klasse, dann können Sie ein Abo kostenlos hier lassen und nicht vergessen, es gibt uns auch auf YouTube. Da YouTube! können Sie auch gleich ein Abo da lassen und das Abo! Glöckchen aktivieren. Und nicht vergessen, Däumchen nach oben wird man euch loben. Däumchen, sind Vielen Dank. Däumchen. Das war ich. Das war ich. Ich habe das Das war ich. geschrieben. War. Das weiß. Marzipan von Rittersport, genau die meine ich. Gibt es noch Marzipan, okay? Ja. Ich habe die schon lange nicht mehr gesehen bei uns. Mag sein, dass es bei uns nicht alle Sorten gibt. Im Aldi gab es Brezelschokolade. Geil. Brezelschokolade. Ja, ist geil. Oder Salted Karamell, auch mega geil. Ja, das ist dein Ding. Was wollte ich sagen? Die Rostaufkleber, ja, verstehe ich, dass du die weglässt. Die finde ich auch komplett Hupe. Dr. Tom hat geschrieben, ich kann gut vorlesen. Danke, Dr. Tom. Schön vorlesen hat er geschrieben. Ja. 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 Was soll ich jetzt darauf sagen? Kann schön vorlesen. Super. Ja, reicht eh. Kriegst du einen Keks? Hatte schon überlesen. So, hab gerade 200. Moment, was? Hab gerade 225 neue Sets für 2023 angelegt. Hä? Was? What?
Was für Sätze? Muss ich das jetzt verstehen? Von was sprichst du, Popel? Wir Du kriegen wohnst ja in alles. Österreich, nicht in Deutschland. Die Össis haben eben nicht alles Gutes. Das ist richtig. Dafür haben wir, egal. Keine, nein. Berge. Ja. Seen. Berge, Seen und Madeln. Marum. Wir haben Madeln. Ja, Madeln sind wir. Ich sag nur Erfrischungsstäbchen, schreibt Mozilla. Ja, das hatten wir bei Paul letztens. Aber ich werde mir da bei Paul mal welche gönnen. Erfrischungsstäbchen? Das Was war sind so das? Schokodinger mit irgendeiner Füllung. Ah, Minzefüllung okay, oder ja. irgendeine Orangenfüllung und so. Paul hat gesagt, die sind lecker. Und Popel schreibt, na, neue Lego-Sets, die kommendes Jahr erscheinen werden. Ach so. Wo hast du die angelegt oder wie? Was machst du, Popel? Er hat sich quasi schon aufgeschrieben, oder wie? Ja, aber ich habe, glaube ich, irgendwann verpasst, was er damit macht. Hast du uns das schon mal gesagt, was machst du da für eine Datenbank oder so? Lego-Sets wohl in seiner Datenbank, schreibt Dirk. Ja, aber schon. Aber gibt es einen Grund für? Genau. Sierra Madre Sur. Alexander schreibt schon, oder das Monsterzeug und Slipknot Master schreibt, die sind echt eklig an Mozilla. Wie Erfrischungsstäbchen, nehme ich an. Ja, das Monsterzeug ist auch so eine Geschichte. Da habt ihr einiges mehr. Das Problem ist halt, um das zu mir zu schicken, müsste man ein Paket machen. Das wäre nicht so günstig. Ja, vor allem mit Der den. Versand alleine wäre schon meistens über 15 Euro. Ich habe da eine private Lego-Datenbank. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Hast du uns das schon mal gesagt? Ich wusste das nicht, sorry. Hat er wohl nicht so mitgekriegt. Doc Tom schreibt auch, ist doch unsere Online-Datenbank für Legos. Nice. Lego ist doch ausschreibt, Mozilla. Ich sammle jetzt Aludeckel vom Joghurt. Muss es für alles einen Grund geben? Tatsächlicherweise muss es nicht für alles einen Grund geben. Nein, es hätte mich nur interessiert, aber jetzt weiß ich es ja. Und Hätte ja sein können, dass er da irgendwas Spannendes mitmacht und wir wollen das wissen und es muss an weil die wir Welt. neugierig sind. Ja, ich bin super neugierig. Das war eigentlich der einzige Grund. Wir sind einfach neugierig. Ja. Das ist doch gut. Ja. Neugierig sein darf man. Ja. Ja. Ja, ist es nicht ein Hochgenuss? Das hört jetzt nicht mehr auf. Ne? Nein. Nein. Was macht der Rest? Was baut der Rest? Nix. 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 Wieso nix? Mega nischta. Hätte noch ein Kader Chimney 1 zu 12 im Angebot, wenn du den kaufst, packe ich Stäbchen dazu. Schreibt Mussel. Danke fürs Angebot, aber der Kader Chimney ist nicht unbedingt eins meiner Sets, die auf meiner Liste stehen. Aber danke für das nette Angebot, mein Freund. Und Alexander schreibt, du kannst doch, wenn du Urlaub bei Paul machst, Erfrischungsstäbchen und das Monsterzeug kaufen und mitnehmen. Genau. Das Hast ist du auch da, der Plan. glaube ich, auch vorher mal kurz gesagt. Genau. Weiß nicht, ob du da schon da warst, Alexander. Genau, also das wird auch der Plan werden, voraussichtlich. Dass wir bei Paul mal eine Shoppingtour machen. Monster und Erfrischungsstäbchen für alle. Ja. Es gibt so viele Monstersorten in Deutschland. Ich weiß. Da müssen wir shoppen. Ja. Guck. Und wenn sie uns dann aufhalten und der ganze Kofferraum voller Monster ist, fragen sie uns wahrscheinlich, ob wir irgendein Problem haben. Ja, wir sind Drogendealer, aber das finden die nie raus. Vom Monster. Wir sind Monsterdealer. Ja. Die Frau hat die Spekulatius geöffnet. Die Waage dreht sich schon fünfmal im Kreis.
Spekulatius sind geil. Ich habe meine erste Spekulatius jetzt schon seit 2 Wochen. Ungefähr, Die gibt es immer am Abend. Am Abend gibt es eine Tasse Tee vorm Schlafengehen und dazu gibt es Spekulatius. ja. Popel schreibt, heute hätte übrigens der Beißer Geburtstag, also Richard Kiel. Oder wir packen ja ein Westpaket mit Schoki und die Diamond Blocks Kuchen. Keine Diamond Blocks, nein. Nein, 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 nein. Irgendwann war das nicht Thema, dass ich die Nein. bauen muss, Ja, das stimmt. Ihr wenn die könnt Diamond kommen? Blocks schicken, Sarah baut die. Der Paul hat das gesagt, Ja. dass er mir irgendwas schickt und ich Der das dann Paul bauen hat muss. übrigens das neue Schwanstein-Set geschickt bekommen von irgendjemandem. Das größte Diamond Blocks-Set, was es gibt. Aber ich glaube, dass der Paul das gesagt hat. Er schickt irgendwas oder irgendwas will er mir schicken und das muss ich dann bauen. Irgendwas Böses. Er will auch die Vase wieder zu uns schicken. Die Ach ja, die war's. bauen gerade eine Vase. Ja, die war's. Und Da die hat er soll gesagt, die will er mir schicken. Die ziemlich soll ich toll bauen. sein. Super. Kannst du das Video vom Dorsten anschauen? Ich glaube, ich will das nicht vorher wissen. Wie die Herle Dobitzer Vielleicht nur. ärgert es mich dann weniger, wenn ich es vorher nicht weiß. Weißt Ach, alles gut. Nicht nur Paul, auch Sascha und Soldier. Ach ja, stimmt. Die haben das auch gekriegt? Echt jetzt? Ist ja geil. Ah ja, stimmt. Dirk war das. Dirk hat die Sachen geschickt. Stimmt. Da gab es ja ein Mann. Rätselraten. Dirk hat das Tuch gezogen und hat es jedem geschickt. Das ist so gemein. Man lacht nicht über sowas. Nein, tut man nicht. Das ist böse. Der Paul wird auch nie über sowas lachen. Nein, der Paul wird vor allem noch nie mit sowas anfangen. Mozilla schreibt, noch lacht er. Ja. Ich lache doch immer. Wenn ich weiß, wenn sowas bei der Post reinschneit, muss das eh Sarah bauen. Warum eigentlich? Das verstehe ich nicht ganz, warum ich das bauen muss. Wie sind wir auf diese tolle Idee gekommen, dass ich das bauen muss? Because reasons. Ja, genau. Ich glaube auch. Das passiert schon mal. Und ich lache immer, ich bin ein fröhlicher Mensch. Das wisst ihr doch. Ja. Ja. Aber ich bin gespannt. Bin gespannt, wie der Dorsten sagt. Ob wir was kriegen, meinst du? Nein, ob der Paul das dann baut. Ach so. Oder Gute. man wartet, bis wir auf Besuch sind, damit wir es zu dritt bauen. Oh Mann, nein. Aber der ist noch beschäftigt mit seiner Executor. Das kann Ich noch ein dachte, das paar. dauert doch auch noch ein bisschen. Ja. Die dauert noch ein bisschen, ja. Das ist auch ein ganz kleines, schnuckliges Set. 140 Euro, puh, schreibt der Mozilla. Halleluja. Achso, das Was jetzt, die Vase oder das Schwanstein. Schwanstein-Ding? Schwanstein. Okay. Schwanstein kostet 140 Euro. Bei BB. Bebe. Bei Bebe. BB. Baby, help. Na, sehe aber was. Ja, was? Wenn. Stop it. Alexander, ja, Donnerstag sollte nichts dagegen sprechen, dass ich wieder dabei bin. Juhu. Sarah ist dabei. Hey, das macht uns Spaß. Das bringt uns Hass. Was? Hass. Wir haben schon 16.000 Punkte gesammelt. Ihr seid ein Wahnsinn. Also hier gibt es ja einen BB-Store. Ja, in Österreich gibt es leider noch keine. Also kann ich mir jetzt drüben gerade gar nichts holen. Ja, aber ja.
Wir wollen ja auch das Diamant-Zeugs nicht. Was habe ich getan? Hast dich verbaut? Nein. Ich habe nur eins vergessen. Berlin kommt ja ein Megastore, schreibt uns wieder. Ist der nicht schon offen? Ich dachte auch, dass es den schon Ich habe gibt. doch schon erste Fotos gesehen. Oder habe ich da was verpasst? Megastore. Ja, mit M. Ja, habe ich doch gesagt. Bin gespannt, wann in Österreich der erste Store auftauchen wird. Ich glaube, am Freitag ist offizielle Ah, Eröffnung. okay. Ja, ich bin gespannt, wenn. Okay. Was? Okay, habe ich Mach gesagt. sowas nicht neben mir, das hat mich erschreckt. Hallo? Du machst das ständig. Ja. Ich denke, nächste Woche in Steglitz wird der sein, schreibt Dirk. Okay. Wie gesagt, ich habe nur schon ein paar Fotos gesehen und so. Aber ja. Mich würde echt interessieren, wann Sie was für Österreich geplant haben. Bis jetzt gibt es ja überhaupt noch nichts. Die wollen nicht nach Österreich. Ja, früher oder später sicher. Ja, klar. Da kommt sicher was in Wien. Schon sehr wahrscheinlich. Ist ja immerhin die zweitgrößte deutschsprachige Stadt, ne? Wien. Zweitgrößte? Tatsächlich? Das wusste ich nicht. Haben wir extra gegoogelt. Wirklich? Komisch. Nach Berlin die zweitgrößte, ja? Wow. Aha, Das aha. hätte ich mir jetzt Aha. nicht. That's my shit, aha. Aha. Aber versenden tun sie nach Österreich, oder? Ja, muss sie Leute Ja, versenden nach Österreich. versenden nach Österreich, aber man zahlt immer Versandkosten, egal wie viel Ja. man bestellt. Und In Deutschland zahlt man irgendwann keinen Versand mehr, ne? in Landen. Und Lintara schreibt, haben auch einen Bluebricks-Laden bei uns in der Stadt. Find's traurig, dass da kaum was los ist. Die Mitarbeiter sind echt nett. Da ist er oder sie wieder. Ist Lintara männlich oder weiblich? Auch das will ich wissen. Bin ein echt neugieriger. Mensch. Auch. Mensch, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber. Du bist kein Mensch? Nein. Ups. Was zur Hölle? Ist runtergefallen. Musst sie auch abstauben, vergiss das nicht. Ja, habe ich ja gerade. Deswegen ist sie ja runtergefallen. Naja, sehe Ja. ich. Meine Güte, das muss ja nicht rein sein. Es wird Gib mir ja. das. Ich zeig dir, wie das geht, du. Natürlich muss das rein sein, da auch. Ich pack doch den Scheiß nicht weg, wenn er aussieht, als würde er da schon tausend. Bin M. Hallo, M. In Deutschland ab 250 Versandkosten frei, okay. Bist du M oder W? Ach, die gute alte Chatzeit. M oder W? Herrlich. Ja, wir waren irgendwann mal jung. Long, long is her. Wenn man so sagen kann. Könnte man. Das war immer im Chat. Im Chat musste man immer fragen, M oder W. Oh, du bist W. Hallo. Oh, du bist M. Cool. Bin P, schreibt der Popel. Popel ist P. M38 sucht W76 für gemeinsame Reiterhofbesuche. Mossila. Nimm dich mal. Wie haben?
ist jetzt furchtbar. Was heißt denn wir? Ich habe das ja gar nicht geschrieben. Du lachst voll schäbig drüber. Doch, du hast weinen. Mega schäbig gelacht. Nein, das war ein Weinen. Guck. Genau. Super schäbig gelacht. That's my shit. That's my shit. Aha. Guck. Aha. Guck mal. Nice. Okay. Der DeLorean hat eine Tür. Wupp, wupp. That's my shit. That's my shit. MP3. MP3? Wichtig, ganz wichtig. MP3 hat mir mein Leben erleichtert. Was hast du? Okay. Oh, Mozilla schreibt, Kollektivel fragt sich gerade, woher ich seine Kontaktanzeige kenne. Das ist richtig. Bist du etwa W76? Oh Mann, ihr seid echt. Was heißt da wir? Du steigst ja auch immer drauf ein. Mozilla ist ja, hier ja. Der Schurke. Das tut er nur, weil er weiß, dass es bei dir ankommt. Weißt du, was bei mir ankommt? Meine Liebe. Oh. Schluss runter. Schluss runter. Erkennungszeichen, warte im Gesicht. Ach, dafür steht das W. Das W in W76 steht also für Warte. 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 Oh Mann, Leute. Warte. Warte, 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 warte. Ah, ach ja. Ja, mit Mirk oder so hätte man schöne... Ja. Erlebnisse. Und nein, Sarah, Mirk ist kein Ostkontakt aus dem Internet. Mirk, 36. Nein, Mirk war eigentlich ein Chatprogramm. Ah. Wurde später aber auch verwendet, um Filme illegal downzuladen und so weiter. Okay. Habe ich gelesen. Klar. Hörensagen. Ja. Quasi. Kannte da jemanden, der jemanden kannte? Verstehe. Ja, schreibt hinter. Internet Relay Chat hieß das, oder? Schreibt Mozilla. Ja, ich glaube. Okay. Eigentlich hieß es ja mal Irk, bis es dann Mirk genannt wurde. Okay. Muss man das verstehen? Nein. Oh Mann. Er hat nichts verpasst. Da gab es eigene Bereiche. Also es gab, so wie heute in den Foren, gab es so Räume. Mhm. Und in jedem Raum gab es ein gewisses Thema, über das gesprochen wurde. Okay. Und irgendwie wurde das immer mehr zu W-Sucht M zum Dilling. Kennt naja. Jemand noch ICQ? Fragt Slipknot. Oh ja. Über ICQ haben wir lange miteinander geschrieben. Wir waren mal jung. Oh ja. Das beste Geräusch. Oh oh! Ja. Emul hatten wir auch alle nur wegen dem lustigen Logo installiert. Ja, Emul wegen dem Esel. Emul, Bearshare, Napster. Frag war, was? Ist meine ICQ. Du weißt deine ICQ-Nummer noch? What? Alter. Auswendig. Fucking Christ. Und MSN Messenger natürlich. Oh, oh. Schaut ihr auch? Die haben alle die Nummern. Ist mit euch. Seid ihr wahnsinnig? Wieso wisst ihr das noch? Oder habt ihr das? Gibt's das überhaupt noch? Gibt's noch, ja. Es gibt ICQ noch, ja. Irgendwie. Aber das verwendet doch... Das widerlichste mehr, Geräusch oder? Aller Zeiten. Du bist voller Musik hören, drehst die Boxen auf bis zum Anschlag. Plötzlich... Oh oh. Und Dr. Dom fragt... Frag mal, was unter... lief. Was auch in der ja, das wurde vermutlich ausgeblendet. Geblockt. Weiß ich nicht. Geblockt. Ist das Wort geblockt worden oder hast du da nur Sternchen reingemacht, Dr. Dom?
Sorry, kurz laut. Ah. Hammer. Ich werde das Geräusch bei Discord einstellen für Nachrichten. Glaubst du, das geht sich noch aus in dem einen Sack oder soll ich einen zweiten? Probier's. Kann ich dir nicht beantworten. Du Luder. Siri sollte das heißen, schreibt Doktor. Dingel.de, oh mein Gott. Das kenne ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, was es war. Aber das war doch überall dasselbe. Ja. Nicht. Lintar schreibt, Ich war naja. mal angemeldet auf Oh, metalsingles.at das klingt oder toll. de oder com oder. Was auch immer. Lintara schreibt, naja, etwas im Lurk Cyberpunk zocken. Jawohl, Cyberpunk. Nice. Elite-Partner, ja. Ja, wenn schon. ICQ gibt es wirklich noch, ja, das stimmt. Ich habe vor Oh. kurzem gesehen, dass das noch gibt, ja. Aber es ist halt mittlerweile auch eine bizarre Randerscheinung. Ja, vor allem, wer verwendet das noch? Gibt doch Ihr schon. wart doch sicher auch alle auf U-Boot. Einsamer sucht Einsame zum Einsamen, ja. Doktor, also wirklich. Das hätte ich mir von dir nicht gedacht. Guck. Was ist das? Ein blauer Fleck. Wo ist denn den her? Ich glaube am Wochenende. Was hast du gemacht? Ich weiß es nicht. Wen hast du verprügelt? Ich Ich glaube, hab die dich mit der Fliesen Axt haben gar nicht mich erwischt. verprügelt. Ich hab dich mit der Axt doch gar nicht Nein, hast erwischt. du Gott sei Dank nicht. Nein. Es hätte anders ausgehen können. Ach. Na, da würde ich mich nicht unbedingt anmelden, schreibt Lucilla. ICQ gehört jetzt mail.eu. Na super. Na dann, Account erstellen. Spionage betreiben. Leider gibt es keine vernünftigen Community-Seite mehr. Die letzte gute Seite war Quick, aber der Laden hat Ende 2019 dicht gemacht, schreibt der Popo. Was zur Hölle war Quick? Ja, Quick das kenne ich habe nicht. ich Ich auch kenne gerade gedacht. U-Boot, MySpace, StudiVZ. Oh ja. Ich wollte gerade StudiKZ sagen, aber das wäre falsch. Ja, und für die Nicht-Studis gab es dann ja mein VZ, Ja, oder? und SchülerVZ gab es auch. Aber ich glaube, auf StudiVZ war alles, nur keine Studenten. Ihr werdet jetzt erstmal gegruschelt. Oh, er will gruscheln. Und anstupsen nicht vergessen. WKW gab es auch. WKW, was ist das? Das kenne ich auch nicht. Schreibt Doktor. Doc Tom, war das schon im Internet oder war das noch am Rechenschieber? Stay Friends kenne ich auch nicht. What? Stay friends. Stay, Wer kennt don't run wen? away. Schreibt Doktor. Kenne ich nicht. Nö. Und früher gab es noch Lokalisten. Super. Jetzt graben sie den ganzen Uralt-Scheiß aus. Lokalisten. Doktor kennt bestimmt noch Happy Weekend. Ich kenne noch Penthouse, zählt das? Mann. Happy Weekend, what the fuck? Was habt ihr da für Zeug? Ich weiß auch nicht, was da los ist. So muss das. Oh Mann, Entschuldigung. Oh. Was ist denn hier los? Ich glaube, ich muss das jetzt nicht noch mal wiederholen. Was davon? Was du eine Kackpratze bist? Wow.
Konnte Vergiss nicht. nicht, was ich mit der Badewanne gemacht habe. Das kann auch dir passieren. Nein, Ja. das willst du nicht. Ich will nicht gerne. Ich habe eine Badewanne. Gestört. Tippetmaster hat uns Post geschickt. Brot! Dann Warum hau hat sie mal jetzt was rüber. kein Dings Hat's gemacht? doch. Habe ich nicht gehört. Happy Weekend. Das kenne ich gar nicht. Danke, Slipknot Master. Danke. Du geiler Hengst. Können wir bitte für einen neuen Swiffer sammeln? Ihr braucht nicht für einen neuen Swiffer Wir sammeln. haben Wir neue haben Swiffer. Swiffer. Was wollt ihr denn? So dreckig ist der doch gar nicht. Vielleicht sieht es durch die Farbdings irgendwie Ärger aus. Au. Aber ich kann ihn gern austauschen, wenn es euch ein Der ist Ärger gar macht. nicht so schmutzig, wo ist er denn? Naja, doch. Nein. Das ist noch nicht so schlimm. Ist mir egal. Mir ist alles egal. Tausch es doch aus. Ja. Mann, jetzt? Hüte 10, meine Freunde. Jetzt habt ihr es, Sarah geht jetzt den Swiffer austauschen. Wir haben doch eine Großpackung von dem Zeug. Wenn das Set nach dem Swiffer staubiger ist, war. Ach, Mozilla. Wieso hast du mich, Mozilla? Ich weiß übrigens, wo der zweite ist. Wo? Im Putzding. Okay. Okay. Dekadenz. Pure Dekadenz. Kennt ihr das Teil? Da ist wieder ein Teil, das ich nicht kenne. Guck mal. Das hat so eine Achsaufnahme und da so kleine Aufnahmen. Und ist so ein längeres Teil. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Da passen die Dinger da rein. So. Guck, ich habe Mini-TIE Fighter gebaut. Nyaaaaa. Jetzt haben wir einen neuen Swiffer und kann ich Sarah im Gesicht damit rumfahren. Jetzt haben wir einen neuen Swiffer. Wir brauchen einen Wische größeren auch mal über Sascha. Mistkübel. Alexander, dafür musst du bezahlen. Auf OnlyFans. Ja, auf OnlyFans gibt es Swiffer Party Deluxe. Jeden Mittwoch um 22:15 Vermutlich gibt es Uhr. wirklich sowas. Es gibt sicher jede Art von Scheiße auf OnlyFans. Ich fürchte ja. Die sind ja alle komplett verrückt. Bei Swiffer sind nur die Originalen gut. Die Nachmachen bei DM und so sind Schrott. Ja, wir haben Originale. Haben wir Original? Denn nur Original ist legal. Haben wir tatsächlich. Der wird über die Teppichstange gelegt und ausgeklopft. Doc Tom, versprich nichts, was du nicht halten kannst. Was? Ich. Ach Round. so. Oh Mann. Round. Oh la la. Ra 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 ra.
klingt wie ein Fetisch, schreibt Basila. Komm mich besuchen, die Teppichstange ist im Garten. Wie das riecht. Das gefällt mir. Ja, dann. Heute, Leute. Ja. Es ist noch nicht mal 8. So der Woody. Ich habe einen Woody. Und im Keller hängt das Andreaskreuz. Oh, für die richtig perversen Spielchen. Hört doch auf. Du aber, was ein Andreaskreuz ist. Das von der Bahnübersetzung. Hast du nicht gedacht, dass ich sowas weiß? Nein, du weißt ja Danke. sonst nichts. Hey. Peter Gläfke. Ja, du kannst nichts dagegen tun. Doch, ich kann dich schlagen. Ich bin viel zu stark für dich. Ich beiß dir ein Ohr ab. Nein, das möchte ich gerne behalten. Siehst du? Rah, rah. Oh lala. Für alle, die jetzt glauben, wir sind verrückt, ja, das könnte Nur tatsächlich sein. Sarah. Sarah ist hier die. Was denn? Du wunderst dich, dass die Leute denken, wir sind verrückt? Weil ich darüber swiffer. Ja, ganz schön pervers. Ganz schön pervers, wie du das swifferst. Das Ich hätte ich glaube mich nicht, dass so. sich jemand angegriffen fühlt, wie ich das wiffere. Sag das nicht. Die Menschen fühlen sich in jeden Scheiß angegriffen. Das ist die Next Generation of Pussiness. What? Upsi. 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 Kingdom come in the wonder go home. Prost. Und ein Sarah-Sticker, du hast den Sarah-Sticker Tut übersehen. mir leid. Mosida hat uns einen Post geschickt. Ich habe doch nichts zu trinken. Ja, trink deins. Danke, Mosida, dass du auf uns aufpasst. Du bist einer von den Guten. Einer von den Guten. Und danke, Dr. Tom, für den Sticker. Danke, Doc Sticker, für den Tom. Ja. Mal. Was ist denn das? Teile. Hast du dir weh getan? Nein. Schade. Hey. Hm? Aber mir haben meine Finger wieder weh getan. Noch ein Prost. Alexander, meine Finger haben mir auch weh getan. Immer mit den Stickern, wir wollen Prinz, was? Neue Designs vielleicht? Ach ja, das Evil Gang Shirt habe ich immer noch nicht designt, meine Das Freunde. wahrscheinlich meint er mit. Ich glaube nicht. Aber es tut mir leid, es war in letzter Zeit wieder so viel los bei uns. Ich muss mich da jetzt echt ranmachen. Sorry dafür an alle. Die Evil Gang Shirts müssen jetzt endlich raus. Müssen. Sie müssen. Man kann nicht alles gleichzeitig. Das ist einfach, ja. Ja, es war jetzt echt bläh. Wieder mal. Und da kommen jetzt noch einige Wochenenden, die so sind, nicht wahr? Ja. Ja. Und danach können wir mal auf Reha gehen. Alter, ich brauche vom Urlaub Urlaub und noch mehr Urlaub, weil es ja kein Urlaub war. Dann wird der Stream jetzt abgebrochen und du designst das Shirt.
Nein, das geht doch nicht. Dr. Tom schreibt, er hat den Print nur einmal. Der steht im Schrank, denn er hat eine deiner Tassen. Das stimmt. Ganz schön cool, was? Ja, das ist super. Dr. Tom ist eine coole Socke. Ja, Jürgens Tasse ist fertig, Dr. Tom. Alles gut. Habe ich dir doch schon geschrieben. Habe ich dir doch schon geschrieben. Aber du bist nicht geblieben. Denn du wolltest von mir fliegen. Hinaus in die Welt. Okay. Ja. Ich glaube, du kriegst jetzt gleich wieder Schimpfe. Ja, fertig schon, aber ist es auch so wie geplant? Sag dir doch, du musst eine zur Kontrolle bestellen. Ich dachte, du willst eine zur Kontrolle bestellen. Ich will doch keine Himbeere-Tasse, bist du des Wahnsinns? Oh, das ist nicht nett. Ja, ich guck mir das an. Aber die sollte jetzt auf jeden Fall passen. Ich habe das Design extra nochmal überprüft und ich weiß auch, warum die andere so klein war. Das war ein kleiner Fehler meinerseits. Mozilla schreibt, Amazon hat ihre Sendung an einem sicheren Ort abgestellt. Vor der Haustür, bei einem Mehrfamilienhaus. Mozilla, super sicher. Ja, das ist bei uns Oh, geil. Standard. Das ist bei uns Standard. Ich habe schon lange kein Paket mehr angenommen. Seit Corona scheißen sie sich ja sowieso überhaupt nichts mehr. Jo. Da interessiert sie das alle Ich nicht kann mehr. mich gar nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal ein Paket direkt angenommen habe. Doch, bei uns in der Firma funktioniert das noch. Ja. Das war dann aber. Das ist schön, dass es bei euch funktioniert. Ja, nur in der Firma, nicht? Das freut mich. Schön, dass es dich freut. Willst du einen Keks? Nein, Setz hab dich hin, nimm den Keks. Du Arsch. nee, nicht frech werden da. Was ist ein Problem? Ich vertraue dir mal und bestelle eine demnächst. Irgendwann, schreibt Dr. Tom. Alles klar. Alles klar. Interessant. El Doktore. Es wird so schnell finster. Oh. Ja, jetzt ist bald wieder der Winter da. Der Winter naht. Der Winter naht. Der Sommer ist Oma. Sozusagen. Da kommt die Sonne. Tschüss. Da geht die Sonne. Nice. Dibi dibi. Dibi dibi. Leute, Leute, Leute. Ich sage euch jetzt heute. Fängst du jetzt Reimen an? Ich habe dicke Beute. Mein Bauch reicht für eine Meute. Was? Nein. Ich würde nie rein. Oh, Jo. und wenn der Winter naht, gehe ich ins Internat. Sein Popel. Siehste, der rhymt auch. Oh Mann. Wir sind die Rhyme Bros. Ja. Das Internat. Das Internat, das naht. Ich war auch mal in einem Internat. Wo ist denn der Staubinger? Da? Du warst in dem Internat? Warst du ein böses Kind? Warst du ein böses Kind? Nein. Warst du ein... Das war, weil die Schule so weit weg war. Wo sind denn die Dinge? Und deswegen war ich schon im Internat.
Nun. Aber nicht lang. Denn dann wurde die Schule abgefackelt. Nein, aber das Internat wurde zugesperrt. Und man hätte dann auf ein anderes Internat wechseln müssen. Aber da war das so, dass viel zu viele Leute in einem Zimmer waren. Und das war mir dann zu anstrengend. Und deswegen war ich dann nicht mehr im Internat. Du Götzer! Naja. Das Internat war eine alte Bundeswehrkaserne. Das ist jetzt nicht so teuer gewesen. Ja, aber danach warst du dann in einer Wohnung. Ja. Siehst du? Die ich mir geteilt habe. Du Götzer! Ich muss jetzt Kabel verlegen, ich brauche volle Aufmerksamkeit. Fertig. Gut. Oh nein, ich habe auf die Felge gegriffen. Nein. Und wenn der Winter naht, gehe ich ins Internat, denn dort ist der Winter nicht so hart. Sind jetzt alle eingeschlafen? Ja. Plötzlich schreiben sie uns weil nicht mehr. Weil du gesungen hast, haben die sind eingeschlafen. Wegen mir. Das ist, weil du deine Geschichte erzählt hast, du... Meine langweilige Geschichte. Du mit dem Silberlöffel aufgewachsen bist. Dem Silberlöffel? Ja, ich hatte da eine Wohnung. Das habe ich ja nicht mal gesagt, das hast du gesagt. Aber was war oder nicht? Ja, aber die habe ich nicht Schwindel alleine. Schwindel mich nicht an. Aber die hatte ich nicht alleine. Sie war in der WG. Ja, mit Frodo. Doch, komm, das nennst du Sing, Sarah? Hm. Ja, Sarah ist... Und der Popel schreibt, da klopft man mir den Hintern zart. Im Internat? Ja, ja, ja. Ist das ein christliches Internat? Hey, aus. Ja. Solche Sachen reden wir hier nicht. Ach nein, sagt wer. Über die Kirche darf man immer lästern, merkt ihr das? Über alles darf man lästern. Außer über deine Mutter. Ja, da hast du recht. Über die nicht. Ja, die kocht wochenends Essen für uns. Eben. Einen super guten Schweinsbraten. So gut war der diesmal gar nicht. Doch, wow. Denn im Internat, da ist der Hintern hart. Pui, pui. Baum. Ja, wenn der Arsch einmal geklopft wird wie ein Schnitzel, dann weißt du eh, was los ist. Der ist Traudel. Setz dich hin mit deiner Baudel. Und du sagst, ich vertreibe die Leute. Glaube ich nicht. Dies glaubst du nicht? Nein. Was los, Leute? Denn? Mehr Stimmung, hm? Was tut er denn? Ja, da machen da. Warum? Stimmung! Warum fragst du denn das so? Das wackelt. Ja, weil ich da, bin das ich. Na, weil ich da trocken tue. Also. Verstehst mich? Digga! Die Ziege! Denn die Frage ist... Wie macht die Ziege? Simon ist da. Hallo, wie geht's den Hinterhofchinesen, den Schwarzen? Hallo, ich glaube, mein Schwein pfeift. La Paloma. La Paloma, ole. Einmal muss es vorbei sein. Okay. Ach ja, und Leute, übrigens, ihr könnt euch nicht mehr wehren. Es gibt nämlich keine Sprechpause mehr.
Oh yeah. Das ist für immer meine Bitches. Sag's mal. Okay, es seid nicht für immer meine Bitches. Deswegen schaut uns auch keiner mehr zu, weil du immer alle beleidigst. Ja. Na? No. Das ist was. Na? No. Schauen Sie mal. Upsi. What are you doing? Es gibt dir einen Scheiß an. Mach das einen Lärm da. Was ist denn dein Problem, Weib? Why are you destroying my house? Because we need blood. We need blood in the house. In the house. Dr. House. Oh, das habe ich aber gern geschrieben. Ja, ich mag Dr. House. Dr. House war supi, dopi. Manchmal läuft es noch und dann schaue ich mir das an. Ja, aber ich kenne immer, wenn ich irgendwo weg bin. Ich kenne doch alles schon. Ja, das macht nichts. Apropos Genesen, schreibt der Simon. Mit den Chinesen habe ich zurzeit nicht noch letztens geschrieben und ich habe halt wieder ein Paket aus China bekommen. Nach 4 Wochen Lieferzeit von Webrick. Webrick. Kaubert86 ist da und schreibt guten Abend an alle. Hallo Kaubert86. Geiler Name. Ich finde den Namen super. Kaubert. Kaubert. Kaubert86. Super Name. Jawohl. Rede, Bruder. Captain Kaubert. Captain Kaubert, der ist es sicher. Wie geht's? Auswechslung. Ja, können wir gleich machen. Ja, ich mach das Ding auch noch schnell. Ich mach das auch noch schnell. Das muss dahin, das muss. Wir machen es gleich, Musler. Ja. Uno momento. Kaubert, was läuft? Die. Du kannst jetzt übernehmen. Ich übernehme. Ich sagte übernehmen, nicht übergeben. Dasselbe habe ich auch gesagt. 5 Minuten. Ja. Bis 2 nach. 3 nach. Es ist 58. Okay. Wo sind wir? Erstes. Okay. Was geht? So, habe ich Kaubert schon gefragt, was geht schon, oder? Ja, schon okay. Ungefähr 3 Mal. Verdammt. Ich bin halt betrunken, was willst du? Niemand ist hier betrunken. Niemand hat die Absicht, hier eine Mauer zu bauen. La Paloma. Super, brauche ein neues Handy. Mein Handy ist zu langsam. Nächsten Monat hole ich mir ein neues Handy. Das ist gut. Neues Handy schadet nie. Kann mal nicht schaden, ne? Ja. Mein Handy ist jetzt auch schon uralt, aber ich bin einfach zu faul und zu geizig für ein neues Handy. Faul und zu geizig? Ja, zu faul, um zu suchen, für einen guten Deal und zu geizig, um Geld auszugeben. Auch verständlich. Wenn es so weitergeht, wird unsere nächste Geldausgebeaktion leider das Auto werden. Unser Auto fängt an, sporadische Probleme zu entwickeln. Ja. Ja, jetzt schauen wir mal. Vielleicht kriegt sich der wieder. Ich hoffe, mein iPhone. Ein iPhone. Das heißt, du telefonierst mit deinem Ding-Dong. Oh Mann. Ist das nicht unpraktisch? Nee, das klingt total. Das ist das iPhone. Entspannt und so. Ja. Nur mit dem linken Ei, das rechte hat keinen Empfang. Genau so. Zum Glück braucht man in der Großstadt kein Auto. Naja, das Problem ist, wir brauchen schon immer wieder ein Auto, weil wir halt auch viel durch die Gegend fahren.
Hier, wo wir leben, brauchen wir vermutlich eh keins. Theoretisch. Obwohl ich trotzdem kein Fan bin von Öffis. Öffis sind zu teuer und die Wartezeiten sind nach wie vor zu lange. Ja, beziehungsweise die Verlässlichkeit ist auch ein bisschen das Problem. Ja, und mich nervt es einfach, wenn ich irgendwo hin will, wo ich mit dem Auto 20 Minuten brauche, mit dem Bus eine Stunde zu brauchen. Gut, das ist noch. Das ist auch eine geile Begründung, so nämlich. Ja, ich meinte nicht durch die Gegend im Sinne von hier, sondern weiter weg. Ja. Das klang super, ja. Du hast recht. Wir brauchen ein Auto, um durch die Gegend zu fahren. Für was braucht man sonst ein Auto, um es zu Hause stehen zu haben? Kannst du nicht Klick, schon klick, fertigstellen? klick. Klick, klick, klick. Das war schnell. Ja. Du musst das klicken. Das mache ich. Do it. Denn sonst. Klick, klick, klickt nicht. Guck, du musst nämlich da unten rein. Da. Do it. Ja, ich versuch's doch. Nicht so einfach. Wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich einfach sagen, just do it. Habe ich doch schon. So, Was was? habe nichts von deiner Antwort mit König, weil mein Internet abgestürzt ist, jetzt ist es wieder da. Welche Antwort? Wegen der ja, Auto, Begründung, irgendwas. Welche Begründung meinst du jetzt, Simon? Oder welche Antwort? Genau, meine ich ja. Schönen Abend noch, bis Donnerstag wieder. Slipknot Master, mach's gut, bis Donnerstag. Hau rein. Tschüss. Alles Gute. Lass dich nicht nerven. La Paloma, Molly. Muss mein Auto auch mal kontrollieren lassen. Kupplung könnte kommen und der braucht viel Öl durch den Auspuff. Ist auch blöd. Ja, wir müssen jetzt schauen. Also, unser Auto hat heute angefangen, einen neuen Fehler zu produzieren. Kannst du. Nee, das Unser Auto hat angefangen, einen neuen Fehler zu produzieren ab heute. Seit heute schmeißt er mir die Warnleuchte raus für ESP und ABS. ist nie gut. Das ist nicht gut. Sehr schön wieder zum Wechsel. Ja, jetzt müssen wir halt schauen, wegen neuen Auto. Weil die Kohle hängt ja auch nicht so locker. Mal gucken. Nicht wahr? Wie wir das am besten angehen. Wir haben jetzt auch über 100, über 200.000 Kilometer schon drauf. War zu erwarten, dass das irgendwann mal nicht mehr geht, ne? Aber. Wir haben jetzt ziemlich viel Geld investiert in das Auto. Wir hatten jetzt einen Federbruch. Nach dem, also die Überprüfung war, die jährliche Überprüfung war zu machen. Wir hatten Federbruch. Jetzt das mit der Kontrollleuchte für ABS und so. Naja. Ja, vor allem haben wir noch neue Reifen gekauft. Ja, wir haben neue Reifen gekauft. Und das wäre natürlich schon blöd. Das wird ziemlich beschissen, ne? Aber da müsste man halt schauen, dass man die Reifen noch für einen Neupreis los wird, ne? Quasi. Ja, mal gucken. Sonst machen wir einen Spendenstream für unser neues Auto. Anleuchte abklemmen und weiter geht's. Schreibt Tuffes. Hallo Tuffes. Two-Face ist da, was geht? Schön, dass du da bist. Einfach Loch in den Boden flexen und mit den Füßen bremsen. Das habe ich gar nicht gelesen. Ja. Two-Face, wir dachten schon, du kommst uns gar nicht mehr besuchen. Wir hatten schon Trauer in den Augen. Ja, wir haben schon dringend auf dich gewartet. Ja, weil irgendjemand hat heute nämlich Werbung gesagt, Genau. Hufes. Wir hatten auch noch Info, was jetzt mit dem Unfallwagen ist, als ob Schrott oder noch reparierbar. Stimmt, du hattest jawohl. Du hattest ja den Unfall, ja, das war echt scheiße, ne? Leider. Ja.
Werbung hat Hufe es geschrieben, guck. Genau. Wichtige Informationen. Wollt ihr keine nervige Werbung und auch keine coolen Streams von den Evils verpassen, dann lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, um auch wirklich nichts zu verpassen. Sie haben Amazon Prime. Klasse, dann können Sie ein Abo kostenlos hier lassen. Und nicht vergessen, es gibt uns auch auf YouTube, da können Sie auch gleich ein Abo da lassen und das Glöckchen aktivieren. Und nicht vergessen, Däumchen nach oben wird man euch loben. Vielen Dank. Da ist Danke, er wieder. Tufis. Schön, dass er wieder da ist. Der Werbebeauftragte, ohne dich geht gar nichts. Ja, wegen dem Unfallwagen, da musst du dann eh Bescheid geben, was das Sache ist. Da bin ich mal gespannt. Ja, das ist immer so, oder? Unfall ist immer blöd, weil meistens... Hast du das Foto überhaupt gesehen von dem Auto? Nein, okay. Hat mir nichts gezeigt. Ja. Sascha braucht Geld, kannst ihm was geben, oder? Fragt Alexander den Tufel. Danke, Alexander. Wir wissen noch nicht, inwiefern wir so viel Geld brauchen werden. Ja, ich bin am Donnerstag in der Werkstatt, dann muss man uns das anschauen. Besonders, wenn man dann selbst zusehen muss, wie man die 200 Kilometer wieder nach Hause kommt. Oh das Mann. Das ist auch richtig beschissen. Hat Musilla eben gesagt. Ja, das ist natürlich schon wirklich doof. Richtig beschissen, ne? La Paloma, ole. Sie sind kein ADAC-Plus-Mitglied, dann endet Ihre Reise auf den Abschlepphof. Ah, oh Mann. Na toll. Und dabei ist es ja gar nicht so, dass man sagen muss, dass diese Mitgliedschaften, auch die kleineren, so günstig werden, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt Mitglied sind zurzeit. Ich glaube, wir haben wieder gekündigt. Nein, ich glaube. Ja, konnte. Egal. Und Alexander schreibt, und nein, Sascha wird Zara nicht verkaufen. Kommt drauf an. Welches Auto gibt es dafür? Für ein Auto willst du mich jetzt verkaufen? Ja. Ich dachte, du verkaufst mich für Klemmbausteine. Ich kaufe dich dann zurück. Irgendwann. Irgendwann überhaupt mal. Irgendwie sind irgendwann irgendwo die Zukunft. 89 Bettmobil, schreibt Dr. Ja, in Originalgröße. Über das Bettmobil sind wir schon lange hinaus. Wir waren schon beim Millennium Falcon. Ja, wir waren schon bei mir, aber ja. Wir waren schon beim Inhalt der Klemme. Wir waren schon bei der ganzen Klemme. Also ist das ein gutes Angebot, wenn ich sage ein Auto. Sag Tom, ich nehme dein Auto. Man muss ja nicht gleich verkaufen, man kann ja verleihen. Schreibt Musilla. So nämlich. Alter. Oh Mann. So nämlich. Und jetzt dann fertig. Cool. Das ist super. Super cool. Und du hast ja auch nicht mehr viel. Also könnte sich das gut ausgehen für heute. Wofür? Marcella schreibt, wenn Kollektivo die Haare aufmacht, könnte er auch eventuell als Frau durchgehen, wenn es dunkel ist. Möchte darauf nicht antworten. Das wird aber schwierig, Marcella. Wegen den Schultern und so. Das merkt man schon. Ja, oh, bin halt die Olga aus Nordblock. Wo ja dann der
wollte sagen Olaf, aber Olaf ist zu deutsch. Olaf ist skandinavisch, aber gut. Doch alles dasselbe. Popel schreibt, da muss es aber sehr dunkel sein. Kugelstoßerin, schreibt Basila. Danke, Popel. Na gut, würdest du jetzt sagen, du siehst aus wie eine Frau? Ich hoffe nicht. Sieht deine Mutter aus wie eine Frau? Hey, hör auf, meine Mutter zu beleidigen. Ich weiß, das ist was, das nicht geht. Ach ja. Ja, das hatten wir schon, das Thema. Wer soll mich denn davon abhalten? Meine Mutter. Deine Mutter heißt Klaus und ist der Stärkste im Knast. Ah. Nimm mir das. Nimm. Letzte Tüte. Was mache ich eigentlich dann? Weinen. Es hat keinen Platz, es fällt sowieso alles raus. Wir brauchen dann den größeren Dingens. Mistdeckenball. Du brauchst ein größeres Ding. Ja. Hab schon verstanden. Sascha ist ja durchaus auch ein Frauenname, schreibt Popel. Ja. Was wird als nächstes gebaut? Fragt Mithila. Das nächste nach dem DeLorean ist von Lesti das Piratenschiff. Das muss ich jetzt dann bauen. Deswegen gibt es diesmal keine Abstimmung. Ich bin ein bisschen hinten nach mit den Sets, die ich bauen muss für Reviews. Danke. Danke! Du geile Sau! Hat es wieder alle ausgehebelt? Wieso? Weil du manchmal You're so my heart. hoch You're my song. und dann rechnet keiner damit und dann macht so. You're my heart. You're my song. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Du kannst Tee machen. Außer das kann ich das. Kann man dann auch noch. Wie ging die Teile, Alter? Da ist was. Da ist was. Da ist was. Schrumm, schrumm. Rum. Schrumm, schrumm. Ganz viel. Ja, jetzt quatscht dich wieder ein bisschen. Das ist nur über die Geringe. Nein, das hat mit dem nichts zu tun. Ich werde es nicht mehr tun. Du kannst singen, so viel du willst. Das weißt du doch. Mach so, das ist beruhigend. Warte. Ja. Ja, das ist dann das nächste, was wir bauen, meine Friends. Meine Brand. Meine Öko-Friends. Ich bin doch keine Öko-Friends. Finde das aber lustig, das zu sagen. Two-Face, wie geht's dir? Haben wir das schon gefragt? Weiß nicht, da betrunken. Haben wir schon eine Antwort gekriegt? Weiß nicht. Two-Face! Will mehr Toothpaste. Two-Face one hit. Gut, danke und euch. Also haben wir noch nicht gefragt. Bei uns ist Beide. alles sexy. Bei uns ist alles gut, obwohl wir beide oder Ja. mehrere Leute heute so ein bisschen einen müden Tag hatten. Slipknot Master hat es vorher auch gesagt. Ja. Wir sind ein bisschen überanstrengt wegen den Wochenenden. Genau. Aber sonst gut. Wegen den Wochenenden. Da wird jetzt immer gebaut. Gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Genau, es sind nicht Klemmbausteine, sondern Baustelle gebaut. Ist fast so ähnlich. Nur. Mit mehr Schaufeln und mehr Sachen tragen und Badewannen rausreißen und Unkraut vernichten und. Und Stämmen. Jede Menge Stämmen. Bob der Baumeister, ja. Den hätten wir gebraucht mal zwischendrin. Kann er das schaffen? Ja. Kann er. Klemmbaustelle. Ja, nicht ganz Popel, aber.
Die Klemmbaustellen müssen wir auch noch beseitigen. Bekommst mehr Platz für Sets. Wenn wir dort einziehen würden, dann hätten wir mehr Platz für Sets. Ja, das stimmt tatsächlich. Aber wir werden dort nicht einziehen. Das ist zu weit weg. Zumindest vorläufig nicht. Ja, vielleicht dann, wenn wir 80 sind. Ich glaube nicht, dass ich mir das dann noch antue. Aber nein, wer weiß, was die Zukunft bringt, man weiß es ja nie. Sag mal. Aber, Suche ist für dich zur Information, mehr Platz für Sets mache ich gerade, weil ich wieder was auseinandernehme und wir dadurch auch wieder quasi ein Regal frei kriegen, wo man dann wieder was hinstellen kann. Was wir tatsächlich behalten wollen. Vielleicht. So. Sets können ja dort wohnen. Das stimmt, ja. Ja, tatsächlich. Es ist halt ein Stück weg. Genau. Das ist halt das Problem. Das Problem ist, das Haus ist am Ende der Welt. Am Ende der Welt, ja. Aber es gibt halt Blas, es gibt bald Glasfaser-Internet. Hast du da angerufen, oder? Ich habe ihnen was geschrieben. Okay. Und warte noch auf Antwort. Cool. Und wenn nicht, dann muss ich nochmal telefonieren. Die bauen jetzt nämlich gerade das Glasfasernetz aus dort. Schon mal nicht so schlecht. Mozilla schreibt, ich verkaufe auch einiges gerade. Ist einfach zu viel. Ja, es ist einfach. Man hat irgendwann halt das Thema mit dem Platz und ich muss auch sagen, gewisse Sachen, an denen sieht man sich dann irgendwann auch satt, finde ich. Das ist dann auch okay, wenn das mal... Mozilla, was wegkommt. Verkaufst du denn Schönes? Verkaufst du auch irgendwas, was mich interessieren könnte? Nur mal so als beiläufige Frage. Ich weiß, wir haben gerade was anderes gesagt, aber ich frage mal. War klar. Ich frage einfach mal. Tufel schreibt auch, muss einmal zu legen anfangen, kann nichts mehr herstellen. Legen. Ja, und aktuell ist irgendwie auch die Luft raus aus dem Klemmbaustein-Thema. Hm. Star Wars verkauft, da schreibt der Tufel. Okay, Tufel. Schick mir mal eine Liste von den Star Wars-Sets, die du verkaufst, bitte. Mozilla, ich hoffe nicht, dass bei dir die Luft raus ist aus dem Klemmbaustein-Thema. Hab doch Laune. Das wäre schade. Hm. Yamaha! Yamaha! Schreibt, ja, empfinde ich auch so. Wächst da Luft raus und so. Oh nein. Ihr werdet doch nicht abtrünnig werden. Was kommt bei euch als nächstes? Hassel? Aber jetzt, wo der Winter kommt, ist es dann wieder schön. Der Winter naht. Und so. Wie gesagt, im Sommer kann ich das durchaus verstehen. Mozilla verkauft es da. Also. Mozilla, schick mir eine Liste von den Star Wars Sets, die du verkaufst. Mozilla hat gerade geschrieben, Star Wars habe ich, glaube ich, nur das Tatooine GWP. Ah. Was hast du sonst noch? Schick mir mal generell durch, was du so verkaufst. Vielleicht ist ja was dabei, was mich interessiert. Ich suche ja immer wieder nach gewissen Sets. Hast du eine Liste? Das würde mich interessieren. Wäre cool. Ist ja im Discord drin, Herr Evil. Haben wir nicht geschaut? Hm? Ja, wir sind im Moment etwas gestresst, wie wir vielleicht schon kurz erwähnt haben.
Ach da. Sorry. Was hat er denn da? Zeug. Aber da sind nur zwei Sachen drin, Mozilla. Das Auto und dieses. Was ist denn das da? Bergdingens. Ist das, sind das die zwei Sachen, die du verkaufst, oder gibt es da noch mehr? Schick dir nachher mal den Kleinanzeigen-Link. Dann muss ich ab. Danke. Supi. Wir kaufen natürlich nicht viel, weil und so und Ich schaue über. mir das mal an. Ja, Dankeschön, Mozilla. Dankeschön. Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein. Denn etwas Spaß muss sein und heißt es Bühne frei. Dann sind Sie mit dabei. Die Show muss weitergehen. Auf Wiedersehen. Probel schreibt, ich hätte noch einen Adventkalender Star Wars von 2019. Ach. Ja, die Adventkalender interessieren mich eigentlich nicht so wirklich. Ich glaube sogar einen habe ich dir mal geschenkt. So, jetzt kann ich mir einen aussuchen, den ich baue. Guck. Aber weil es super kitschig ist. Den, Ja. den oder den. I don't know. Wir bauen den normalen. Okay. Ja, mein Hart. Ja, mein Sohn. Mann, Mann. Hast du ein Problem? Hast du ein Problem? Hast du ein Nee. verficktes Problem? Nee. Tu mir nicht weh. Tu mir nicht weh. Ole, ole. Nicht vergessen, wieder Punkte einzusetzen für das Sarah-Ding. Sarah, den Also für das, die Community-Herausforderung. genau, die Community-Herausforderung, dass Sarah wieder bauen muss. Oben gibt's das wieder zum Auswählen bei den Kanalpunkten. 16.000 Punkte haben wir schon. Danke an alle, die bis jetzt was reingeschmissen haben. Swiss. Duis. Swiss. Duis und die Donas. So ist und die Donas. Gruselig. Und das. Für Sarah Thing, was kostet denn so eine OP? Oh Mann. Mozilla, oder? Ja. Das war klar. Mozilla, ich will kein Ding. Sie hat schon ein Ding. Ein haariges Ding. Riechst du von dir? Nein. Von deiner Mutter. Dafür. Wer ist das? Deine Mutter ist haarig. Aus. Ich bin fertig. Schön. Ich hab fertig. Dann verpiss dich mal. Tschüss. Dann willst du doch gar nicht. Gut, hat der Doktor geschickt. Ach, der ist noch da. Prost. Bin gleich soweit. Rückkommen. Da ist noch Luft drin. Richtig zu. Ja. Okay. Da, 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 da. Dankeschön. Choose your weapon. Monster. Nein?
Sarah hat einen Penis. Nein, sowas sind wir nicht. Warum sagst du das? Weil die Masse es hören will. Das ist nicht so wichtig, was da passiert. Ach so. Gut. Habe ich mitgelesen. Okay. Geht nur um Flug. Da ist Sackel. Flugscheiß. Ein Scheißsackel. Ein Scheißsackel. Ein Sackerl fürs Gackerl. Ein Sackerl fürs Gackerl. Sackerl. Gackerl. Das klingt nicht gesund. Sackerl. Ich hab Gackerl gemacht. Oh Mann, Hilfe, Hilfe. Hilfe gibt es keine mehr. Du musst damit klarkommen. Katze. Katze gehöret mir her. Macht nur, was ich will machen tun. Kannst du morgen die Blumen gießen, bitte? Nein. Guck, ist zu. Ist zu. Jetzt hast du Haube von die Mutter. Haube von die Mutter. Kari lecker, was? Kari lecker, Kaka? Ja, das ist, weil ich so dahin. Was ist denn jetzt ein Hakao? Hakari, lecker, schreibt der Bubbel. Ich glaube, da steht Hakal. Nein, da steht ja. Hakal. Bin schon noch da, schreib nur nicht durchgehend ab und an, mal Kaffee holen und so weiter, kann aber gehen, wann du magst. Doktor? Schreibt der Doktor an dich gerichtet. Nein, wir wollen natürlich nicht, dass du gehst, Doktor. Naja. Nicht frech werden. Nein. Doktor, du bist doch. Ja. Du bist doch immer. Herzlichst willkommen. Doktor ist immer willkommen. Alexander Schulz schreibt, welche OP für Sarah, bitte? Frag nicht, Alexander. Es war ein blöder Scherz. Sarah kriegt neue Brüste. Nein. Ich bin mit meinen ganz zufrieden. Ich krieg neue Brüste. Mozilla schreibt Penisvergrößerung. Danke, Mozilla. Vergrößerung nämlich. Sarahs Penis ist doch schon größer als meiner. Oh Mann. Oh. Sarah hat große Penis. Kannst du wegwerfen? Nein, aber wegwerfen. Guckst du an. Diesen Penis. Wegwerfen. Meist den Penis in den Mul. Der P muss ab, schreibt der Popel. Der P. Der Busen von der Olga. Er hat Busen gesagt. Der Tupis hat das gesagt, ja. Busen, Busen, Busen. Alexander schreibt eher Probleme, echt. Und Mozilla? Und Mozilla schreibt, wieso wir? Wieso wir? Sarah hat doch einen Riesen. Egal. Jetzt ist aber auch gut hier. Kriegt euch mal wieder ein. Kopfi. Ich habe mich nur versteckt. Warum? Weil sie so doof sind. Weil ich keine Penisvergrößerung haben will. Ach ja? Ja. Gibt es wohl auch Penisverkleinerungen? Bestimmt. Wo schneidest du das Zapfi ab? Und Alexander schreibt, das Problem neben dir, Sarah, ist sehr groß. Hast du ein Problem, mein Freund? Danke und ab damit, schreibt Tufis. Hey, ihr seid ja alle brutal. Super brutal. 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 So ist das. Ach so. Ich hab was vergessen. Entschuldigung, was hast du vergessen? Alles gut. Alles gut. Mozilla, aus den Resten kann man dann noch schönes Würstchen-Gulasch machen. Mm.
Du beschreibst, genau. Alter, ich glaube, ich esse jetzt in nächster Zeit mal kein Gulasch. Kein Würstchen-Gulasch. Kein Würstchen-Gulasch. Kebab. Oh, Trufe Ich hatte heute einen Kebab. ist. Das war super. Ich mag Kebab. Hat schon lange keinen mehr. Ich mag Kebab. Kebab schmeckt ja gut. Okay. Geht zu der Brust das Sackelweib. Nein. Baue ich wieder außerhalb vom Bild. Warum sagst du nichts? Habe ich nicht gesehen. Ich Oh. sehe nichts, ich bin müde. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch körperlich anwesend bin hier. Nur dein Riesenpenis. Offensichtlich. Kann man nur so viel Blödsinn reden? Ja. Popel schreibt, im Dschungelcamp gibt's die Pimmel auch zum Frühstück. Wer hat, der kann. Schreibt so. Ja. So, Sarah, das war's. Was war's? Jetzt kriegst du das nie mehr los. Ja. Ich stehe drüber. Wir bauen übrigens, hast du gesagt schon, welche Version du baust? Und? Von dem DeLorean? Hat er gefragt? Nein. Aber ich habe mir gedacht, das wäre jetzt so ein Die erste. schöner Füller quasi für und eine Überleitung zu einem anderen Gesprächsthema. Die erste Version. Sehr erste Version. Genau, ich baue jetzt mal die erste, dann nehme ich ihn irgendwann wieder auseinander, mache die zweite, dann nehme ich ihn irgendwann auseinander und mache die dritte. Ich muss auch noch ein paar Sachen auseinander machen und wieder zusammenbauen. Fällt mir gerade ein. Jo. Du, 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 du. Shake your booty, shake your bum Ja. bum, shake your booty, shake your bum bum. So viel. Ach ja, da sind doch noch ein paar Teilchen. Teil. Toll. Da ist ein Teil. Mein Teil brennt. Oh Mann, oh Mann. Jetzt hast du wieder angefangen. Sorge mal. Geht's? Ja, ich weiß auch nicht. Oder brauchst du Säckele? Säckele. Oder hast schon ein Säckele? Der Tufe schickt Schallplatten, nicht drehende Schallplatten. You spin my head right Ach so, weil round. du singst, ja. Vermutlich. Genau. Vielleicht. Oder auch nicht. Guck. Jetzt können wir in die Vergangenheit und Zukunft und überall hinreisen. Mit dem Stecken Ja. aus der Vergangenheit in die Gegenwart. In die Gegenwart, stimmt, das war in die Gegenwart, nicht in die Zukunft. Oh yeah. Aber wenn man von der Vergangenheit in die Gegenwart reist, reist man ja eigentlich in die Zukunft. Deshalb ja auch zurück in die Zukunft. Was? Ich muss zurück. Zurück in die Zukunft. So ist das. Die sind irgendwie cool. Die Reifen? Ja. Nicht? Jo. Kapitel. Irum, so rum, larum. Warum so rumlaufen? Ich glaube, ich habe alle mit meiner Müdigkeit angesteckt. Oh, Dr. Tom hat gecheert. Das habe ich schon lange nicht mehr Juhu. gesehen, das Cheeren. Danke, Doktor. Das hat schon lange keiner mehr gemacht. Ich habe ja auch keine Freunde mehr. Oh,
Oh, ich tu nicht so. Ja, bin ein Sind doch Armer. alle da. Danke, Doktor. Danke, Doktor, Danke. fürs Cheeren. Sollen wir jetzt einen Cheer-Dance machen? Cheerdance, wie geht Okay. der? Willst du Weil es der muss wissen? anders gehen, als der Ja. Abo-Dance. Das sieht aus, als hättest du irgendwie Probleme. Das war der Cheer-Dance. Okay. Ja. Muss ich das jetzt auch machen? Nein. Okay. Der Reifen ist davon gerollt. Das findest du lustig? Ja, Du das bist hat aber gerade leicht lustig zu ausgeschaut. unterhalten. Ja, ich bin auch müde. So, Was fertig. das? Genau. Ah Jetzt ja, gibt's der Rest noch, ist es gibt sozusagen. jetzt noch diesen Aufsteller, den man eigentlich bauen kann. Aber den bauen wir jetzt nicht, weil das macht keinen Sinn. Wir kleben den Aufkleber sowieso nicht auf. Also das Auto ist fertig, meine Friends. Genau. Und der Two-Face hat noch gesagt, der Reifen will zurück in die Vergangenheit. Der Reifen ist jetzt am Auto, jetzt kann er nicht mehr weg. Guckt euch das an. Mega geiles Set. Guckt euch mal die Front an. Die sieht genauso aus, wie man sich das vorstellt. Die Seite. Super geil mit den Kabeln und so. Die Rückseite auch mega cool gemacht. Innen drin super geil. Auch mit Leuchtstein beim Fluxkompensator. Seht Ja, ihr das das? ist ziemlich lustig. Und die Türen. Tada! Und sie gehen so. Ja. Zack. Sehr nett, muss man sagen. Dass die Türen nicht offen halten, das war bekannt. Hätten sie offen halten. Also, ich meine, ja, schon klar, dass sie offen halten Ja, das wollen, liegt an den irgendwie. Pins. Man muss die. Ich habe im Internet gelesen, da gibt es eine Modifikation. Wenn du den normalen Pin austauschst gegen einen Friction-Pin, das sind die mit Dann den hält's. Lenkstreifen, dann bleibt die Tür offen. Weil das ist Okay. ein normaler Pin und der hat halt zu wenig Haltekraft. Ja, verstehe. Aber mir persönlich egal, weil es eh in die Vitrine kommt. Nice. Yippie. Und da ist auch die Stange. Die Stange kann man auch runternehmen, die kann man irgendwo hinmachen. War das da irgendwo? Wo müssen die hin? Weiß das noch jemand? Wo muss die Stange hin? Da gibt es dann noch die Version vom zweiten Film und die Zukunftsversion und so. Ja, das auch. Ottochen hat was, schreibt der Doktor. Das Auto hier ist super. Also ich kann es nur jedem empfehlen, der das Auto noch nicht hat. Überlegt es euch, ob ihr den kauft. Könnt nicht viel falsch machen mit. Sieht auf jeden Fall gut aus. Wie gesagt, wegen der Stange weiß ich jetzt nicht genau, wo die hin muss. Das Türaufhalte-Erweiterungsset umfasst zwei Pins mit Friction, schreibt Popel. Genau, Quatsch. sag ich Genau. ja. Friction Pins. Aber das ist ja durchaus machbar, Genau. ne? Aber es ist mega geil. Also wie gesagt, optisch super cool. Man kann vorne übrigens auch die Motorhaube kann man aufmachen. Also in dem Fall nicht die Motorhaube, sondern den Kofferraum quasi. Und da drin haben wir eine Kiste mit Plutonium. Sieht man das? So. Und das Hoverboard. Natürlich auch ohne Aufkleber. Nice. Ja, genau, die Aufkleber sind ja jetzt nicht unser Ding. Genau. Was interessant ist, die Dinger, Radkappen, so, die sind tatsächlich bedruckt. Das ist ja auch cool. Und vorne das DMC ist auch bedruckt. Und hinten ist halt jetzt nur ein Fenster, wo das Nummernschild normalerweise ist. Aber der Rest ist echt der Hammer. Also, das sieht so cool aus, das Ding. Sieht genauso aus, wie man sich vorstellt, wie es aussehen muss. Also, dass irgendjemand sich darüber beschwert hat, über das Set, verstehe ich nicht. Aber da sind wir halt wieder bei dem Thema. Es wird nur darüber beschwert, weil halt, keine Ahnung, Lego draufsteht. Wie gesagt, die Stange kann man jetzt nicht wirklich irgendwo unterbringen. Man kann sie da zum Beispiel so draufstecken. Das würde gehen, aber dann ist das auch nicht. Moment, wenn ich das umdrehe. Tada!
Ist aber auch nicht besser, oder? Nein. Naja, aber sie ist ja. Kann man die da irgendwo einhaken vielleicht? So. Man kann die Stange da seitlich drauflegen, das geht. Super Auto. Hat echt Spaß gemacht zu bauen. Kann ich nur jedem empfehlen, Leute. Beautiful. Es ist auch drin am Fluxkompensator, jetzt kein Aufkleber drauf. Türaufhalterweiterung, genau. Die zwei Pins mit Friction, genau. Man sieht Das wissen wir ja das schon. jetzt nicht mehr. Was? Das Auto. Sollen wir das Auto wieder hier herstellen? Ja, so dass man halt sieht, wie So, die du kannst Zahlen es so oder so. halten. Ich kann es halten. Nein. Aber ihr habt das Auto jetzt ja gesehen. Wir sind auch durch für heute quasi. Also es ist 20:40 Uhr. Wir hätten eigentlich noch 20 Minuten, aber Wir werden jetzt nichts mehr Kleines aufreißen, wir denke werden ich. jetzt nichts Kleines, genau, wir werden jetzt nichts Kleines mehr aufreißen. Wir lassen das jetzt für heute mal. Aber es sei noch gesagt, also es sind auch noch jede Menge Teile übrig, weil man eben alle drei Autos bauen kann. Moment. Wenn ich halt mit, ja. Was? Wäre halt echt cool, wenn er in Silber wäre. Ja. Tatsächlich gibt es aber ein paar Silberteile. Ja, er hat schon recht. Also die Karosserie ist ja aus Stahl, unlackierten Stahl. Das heißt, eigentlich müsste das Ding komplett aus Silber sein. Ist halt, ja. Ist halt, wie es ist. Aber es Alexander. stört mich persönlich nicht. Also Nein, wenn er ich da finde so es auch gut. steht. Alexander wünscht uns einen schönen Abend. Mach's gut, Alexander. Und natürlich den anderen auch. Sorry. Wie gesagt, wir fangen jetzt das nächste Mal am Donnerstag fangen wir dann mit dem Lästi Geisterschiff an. Das wurde mir geschickt, das Review-Exemplar. Ich muss ein paar Reviews nachmachen. Ich habe ein paar Reviews nicht schnell genug gemacht, quasi. Und ja. Das gilt's nachzuholen. Genau. Deswegen muss ich ein paar Sets nachbauen. Das heißt, das nächste wird jetzt das Piratenschiff werden. Und ja, da fangen wir dann am Donnerstag an. Sonst bleibt uns nicht mehr viel zu Genau. sagen. Schauen wir mal, ob wir Da schauen wir irgendwo. mal irgendwo hinreden können. Vielleicht schaffen wir es mal nicht, jemanden zu raiden, der gerade auch aufhören will. Weil das hatten wir ja. Zumindest die letzten Male, wo ich dabei war. Genau. Ich habe auch schon jemanden gefunden. Kinada Art ist quasi online. Ah ja. Das ist der Kollege, der so Bilder zeichnet. Da werde ich jetzt mal hinraiden. Dann sage ich auf jeden Fall danke fürs Zusehen, meine Freunde, und wir sehen uns dann alle Donnerstag wieder. Macht's gut. Bis Donnerstag. Bis dann. Pussy Baba. Danke an alle und Tschüss. schönen Abend. So schaut's aus.